Herzlich willkommen zum Tag der freien Schelle. Das Spiel lautet Rocket League. Da geht's um Fußball. Deswegen Nils. Warum ich? Keine Ahnung. Viel Spaß. Autos? Ja. Schon mal gespielt, Rocket League? Ich habe das tatsächlich einmal vor der Gamevasion gespielt, weil da war das eine Kategorie sozusagen, Rocket League gegen die Boys und Girls aus Spandau. Und da hat Wallo, Eddie und mir mal so anderthalb Stunden das Spiel gezeigt. Und das ist, darauf fußt alles, was ich heute erzählen werde, fußt auf diesen anderthalb Stunden Erfahrung mit Rocket League. Und ich werde versuchen, diese anderthalb Stunden Erfahrung in möglichst breit getretener Art und Weise in Expertise zu gießen und Okay. Ich bin gespannt. Den Rest versuche ich noch zu umreißen. Es werden vier Leute sein. Vier aus unserem Hause und wir zocken gegen die Community. Mhm. Das wird ziemlich spannend, denn jeder kann joinen. First come, first serve. Aber ich schlage vor, wir gucken uns als erstes mal unser Team an, absolut, oder? Unser Squad, müsste man ja eher sagen. Und schau an, da sind sie. Noch gut gelaunt, oder? Ich bin ganz verwundert, dass Andreas Rocket League spielt. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ja, ich habe 2015 einmal in einem Meeting gesagt, dass ich das ganz gerne spiele. Seitdem bin ich in jeder Runde hier auf dem Sender, steh ich zur Verfügung. Ah, sehr gut. Aber Andreas hat noch weitere Kollegen. Vielleicht gehen wir einmal von links nach rechts durch. Der großartige Valentin ist ja in Autorennspielen sozusagen unser unser bester Mann, ne? Wenn es ums Auto geht, wenn ich einen Getaway-Driver brauche, dann ich auf jeden Fall Valle. Ja. Der ist nicht schlecht. Valle, wie sieht's aus, deine Historie mit Rocket League? Bist du da auch firm drin? Auf jeden Fall. Das ist sozusagen mein Main-Game. Ich habe kaum ein Multiplayer-Spiel mehr gespielt. Man kennt mich auch unter Skillomat 9000 oder das Skillwunder Valentin. Hallo. Dankeschön, Valentin. Direkt daneben sitzt der Jano. Und Jano scheint auch einiges drauf zu haben, oder? Warum haben wir dich dahin gesetzt heute? Ja, zumindest wird das anscheinend angenommen von gewissen Menschen neben mir, dass ich sehr gut bin in Rocket League. Und das scheint mich schon allein qualifiziert zu haben, jetzt hier zu sitzen. Ja, exakt. Viel Glück. Andreas haben wir gerade schon gesprochen. Auf dem werden wir viel setzen, der Experte. Und direkt daneben unser großartiger Technik-Felix, der Mann, der den Schraubenzieher normalerweise kontrolliert. Heute am Steuer mit Ball. Kannst du das? Ja, das wird schon. In der Aufwärmrunde war das schon ganz gut. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Und wir spielen gegen die Community heute. Und ich denke, als erstes sollten wir mal ein kleines Spielchen aufmachen. Denn gehen wir mit rein? Wir sind ja Spektatoren. Absolut. Das ist ein Spectator auf Deutsch. Ein Beobachter. Gibt's da nicht ein cooleres Wort? Stalker. Wir sind die Stalker. Das ist gut, ja. Und wir warten auf die Observer. Observator. Schreibt's in den Chat. Ich suche das Wort immer noch. Ich bin nicht ganz zufrieden mit den Antworten von Nils. Trotzdem, wir warten auf die Zugangsdaten, loggen uns dann mit ein und dann könnt ihr auch joinen. Aber erst, wenn wir drin sind, weil sonst Zuschauer? Sind die Plätze voll. Wir sind die Zuschauer? Nee, auch nicht. Die zu sehr. Was steht denn im Videospiel da? Es gibt die auch auf Deutsch, diese Videospiele. Und wenn da normalerweise Spectator steht, was steht denn dann da? Mal ganz im Ernst. Ich weiß es nicht. Ansonsten würde ich gerne mal rüberschalten, ob die Leute immer noch gut gelaunt sind. Und was, sie loggen sich wahrscheinlich gerade ein. Mal zurück. Exakt. Ich kann vielleicht ganz kurz mal an die Zuschauerinnen und Zuschauer bekannt geben, wie ihr denn dann an dem Ganzen teilnehmen könnt. Und zwar werden wir jetzt ganz kurz intern alle in diese Lobby gehen. Nein, bitte noch keinem Team joinen, sonst geht das Spiel los. Bitte abwarten. Aber, das habe ich jetzt hier meinen Leuten gesagt, für euch gilt jetzt gleich, ich werde gleich den Namen und das Passwort für ein benutzerdefiniertes Rocket League-Spiel raushauen und das wird erstmal First Come, First Serve technisch laufen. Aber wer schon mal ein benutzerdefiniertes Spiel bei Rocket League gehostet hat, dem wird folgende Problematik bekannt sein. Man stellt sowas ein, wir wollen nämlich heute Abend überwiegend erstmal 2v2, also das heißt 2 gegen 2 spielen. Das kann man voreinstellen. Dennoch können komischerweise mehr Leute in dieses Spiel reinjoinen, als man eingestellt hat. Das hat, glaube ich, den Hintergrund, dass der Spectator natürlich ein weiterer, in dem Fall ein fünfter Spieler ist. Aber ich versuche es jetzt schon mal. Ich weiß, das Internet da draußen ist der moderne Wilde Westen. Aber bitte, Leute, ich appelliere an euch, wenn ihr dann das Passwort habt, dann werden immer zu viel reinjoinen. Wenn ihr aber seht, das Community-Team ist voll, das heißt, zwei Leute sind da schon drin, dann bitte ich euch,
selber einfach zuzuschauen oder die Lobby zu verlassen. Ihr habt das Spiel danach sicherlich noch mal eine Chance, denn so ein Spiel geht nur 5 Minuten und wir haben heute 2 Stunden. Falls das nicht klappt, finden wir es auch witzig. Wir probieren das mal aus. Vielen Dank für diese Information. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Ja. Ansonsten auch an dich nochmal. Wir sind jetzt drin, guter Walle, und könnten rein theoretisch jetzt die Zugangsdaten leaken, wenn ich das richtig verstanden habe. Exakt, wir sind alle drin. Wir müssen nur noch kurz klären, das will ich mal ganz kurz auch noch den Zuschauern und Zuschauerinnen mitteilen. Wir sind ja 4 Leute, spielen aber erstmal 2 gegen 2. Warum machen wir das? Weil wir mal 2 verschiedene Level mitbringen wollten. Also Andreas und Felix, schätze ich so ungefähr Gold 2 ein. Dafür, sie sind vor allem dafür da, euch Leuten, die gerade das Free-to-Play-Spiel Rocket League einfach mal ganz spontan installieren, einfach nur um dabei zu sein, eine faire Chance zu bieten. Ich hoffe, schön, ich habe das umschreibst, dass die beiden einfach nichts drauf haben. Genau, ich hoffe, ich habe das möglichst umschifft, das so klar, wie Nils es gerade getan hat, nicht sagen zu müssen. Jan und ich sind so ungefähr Diamond 3. Das, also falls irgendwelche Legenden von euch da sind, dann spielen wir gegen euch. Das Ding ist, das Problem an all diesen Sachen ist, wir werden das erst herausfinden, wenn das Spiel losgeht. Das heißt, es könnte zu folgender Situation kommen. Wir merken, wow, die sind ja richtig schlecht, dann tauschen wir uns schnell aus. Oder, wow, die sind ja richtig gut, dann tauschen wir uns schnell aus. Wenn es nicht eh schon passt. Habt ihr es alle verstanden? Ist das so? Ja, also es macht dann schon total Sinn, für alle, die jetzt spielen wollen, wirklich dann auch zu gucken, wenn ihr gut seid, dann spielt möglichst nicht gegen Felix und Andreas, weil das ist ja für niemanden lustig. Dann lasst diesen Platz den Anfängern, die jetzt vielleicht, wie Walle sagt, das Spiel zum ersten Mal runtergeladen haben oder genau. Ich glaube, so scheiße sind die gar nicht. Die sind einfach nur eine kleine Stufe schlechter als Walle. Ey, hallo. Weil Walle ist ja. Andreas und Felix sind richtig schlecht. Walle ist richtig schlecht. Ja, die sind richtig schlecht in dem Spiel. Okay. Also. Also ich finde es sympathisch zu sagen, für alle, die das Spiel gerade runtergeladen haben zum ersten Mal. Da sind wir sind so ein bisschen die Steigbügelhalter heute. Und wenn es dann an die Pros geht, jetzt baue ich das für euch mal auf, wenn es an die fast unbesiegbaren Dudes geht im Rocket Beans Kosmos, dann bitte für die 2 anrufen. Zur genau. Verteidigung von Andreas und Felix vielleicht noch, ursprünglich war geplant, dass wir beide eigentlich der Bodensatz dieser Firma hätte sind. Hätte auch gut funktionieren können. Punkt Rocket League, das ja. Hätte ja wunderbar funktioniert wahrscheinlich. Aber da sind wir dann doch noch zu Sinnen gekommen und haben das gecancelt. Aber es sieht so aus, als wären wir ready. Und ich denke, ihr habt es verstanden. Erstmal gegen Felix und Andreas antreten und sich somit dann qualifizieren, oder? Für einen Kampf gegen Walle und Jano. Ja? Das klingt gut. Ja. Oh, wunderbar. Ah, ja. Okay. Dann, was fehlt jetzt noch? Ihr seid drin, wir sind drin. Dann sagt doch, sollen wir das den Zuschauern sagen, wie man reinkommt, oder macht ihr das? Ja, liegt gerne. Okay, pass auf, muss ich noch mal gucken. Also, wenn ihr da ins privates Spiel geht, ich meine, ich muss euch das nicht erklären, die Leute raffen das wahrscheinlich besser als ich, aber der Name ist TDFS. Und zwar müsst ihr auf Groß- und Kleinschreibung, glaube ich, achten. Zumindest hat Walle mir das so reingehauen. Ich glaube schon, ja. T, kleines D, kleines F, großes S. Für was steht das? Tote dürfen vielleicht sterben. Sterben. Und das Passwort? Ballern. Pass auf, jetzt machen wir das so. Pass auf, hört mal zu, jetzt machen wir eine kleine Dings da rein. Das Passwort ist Ballern. Und danach kommt eine Zahl, mit Nummern geschrieben, logischerweise. Und diese Zahl kennt man aus einem Anime. Und ich sag nur, größer als. Und ich glaube, das reicht aus. Ich glaube auch. Das ist ein schönes Rätsel. Ohne N. Bist du dir ganz sicher, ist das nicht 8? Sollen wir schon reingehen in Warum Team? Warum liegst du Informationen? Nee, aber da joint schon Leute. Wie erwartet, viel zu viel. Sag ich doch. Genau, jetzt haben wir hier den Yo Pierre. Ne? Raketenhalbgott nennt er sich. Oh. Sehr bescheiden. Da kann jetzt noch einer dazu joinen. Und wenn das der Fall ist, dann join. Okay, und jetzt bitte keiner mehr. Die anderen bitte Zuschauer bleiben. So, und ihr beide könnt jetzt rein, Felix und Andreas, bitte in Team Blau. Und los geht der Punkt auch schon. Du gehst? Ja, okay. Oh, das Spiel hat schon begonnen. Oh, es ist direkt das erste Tor. Ei, Bei Geber, schnell, du. Ja, Andreas ist hier bemüht in der Defensive. Man sieht direkt von Anstoß weg, ist Team Rocket Beans in die Defensive gedrängt. Okay, ich bin Tor. Und wir haben hier bin ich nicht. Okay. Tiberion. Der das 1-0 macht. Der das 1-0 nicht macht. Oh. Andreas rennt!
rettet den Ball auf der Linie. Oh, schiebt ihn aber Jo-Pierre direkt vor die Front und der muss nur noch einschieben. Nett gemeint von Andreas. Hier, es war eigentlich richtig gut von Andreas gerettet. Pech gehabt, dass Jo-Pierre das antizipiert hat. Oh, guck mal, das Auto sah ja geil aus. Hast du gesehen? Das leuchtet schick. Wow. Guck mal, aber die Zuschauer sind auch schneller am Anfang am Ball. Ja, aber da hat Felix gut gekontert, er wäre fast aufs Tor gekommen. Das hätte auch das 1-1 sein können. Hat er gut gemacht, ist ja manchmal auch von Vorteil beim... Oh, und der könnte drin sein. Oh, oh der ja. Torwart leider daneben gesprungen. Passiert. Ja, da war Felix nicht ganz bei der Sache. Ja, unglücklich. Momentan sind wir bei einer Quote von, ja, 0,5 Tore pro Sekunde gefühlt. Ja, also für mich sind Tiberion und Jo-Pierre absolute Anfänger in diesem Spiel. Das sieht man auch an ihren Autos. Denn Kakteen auf dem Dach darf man erst ablegen ab Diamond 2. Solange muss man die tragen als Malus, als Noob-Kennzeichnung. Oh, oh, oh. Oh, ja. Muss zugehen, ich weiß gar nicht, wer in welche Richtung muss gerade. Ja, man sieht das an den Farben im Tor. Ah, ja. Andreas und Felix sind blau. Sie haben natürlich auch das blaue Tor, das mussten sie verteidigen. Jo-Pierre und Tiberion müssen den Ball in die orangene Umrandung reinschießen und das in die blaue Umrandung reinschießen, wollte ich natürlich sagen. Und das schaffen sie auch hier, Tiberion mit dem nächsten Treffer. Ja, guck mal, das war fast schon gewollt, oder? Trickshot, ne? Da das war mit Bande, ne? Pass mit Bande. Ja, das ist ein LAU beim, ja, sozusagen. Ja, so kann man das sagen. Und zack. Ja. Das Bulli gewinnen hier wieder die beiden Herausforderer. Schön von Andreas, den Ball aus dem Strafraum gekeult. Das kann er, das kann er. Okay. Oh ja. Aber es fallen weniger Tore als am Anfang. Ich habe das Gefühl, vielleicht wendet sich gleich das Blatt. Ich habe auch das Gefühl, das wendet sich vielleicht das Blatt. Aber um ehrlich zu sein, habe ich noch mehr das Gefühl, dass Jo-Pierre und Tiberion gerade gemerkt haben, dass die Ansage ja war, wenn man mega gut ist, soll man nicht die beiden Noobs abschlachten. Und daran halten sie sich jetzt. Sie lassen es jetzt ein bisschen knapper aussehen, als es eigentlich ist. Guck mal, alter Schwede! Das sind absolute Pro-Moves. Hast du das da gerade gesehen? Ja, ja, das können nur die Pros. Guck dir das an! Guck mal, jawohl. Ich meine, aber auch das Tiberion, haben die schon mal zusammengespielt? Die spielen so wie zwei Leute, die blind wissen, was der andere macht. Nee, wir haben extra das so gemacht, dass die Leute random joinen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Ja, das weiß ich ja, aber es ist, ich meine das auch als Kompliment, welches aus einem Staunen... Du kannst Komplimente. Ja, erzähl aus diesem Staunen heraus entstanden ist, dass die beiden einfach sehr, sehr gut abgestimmt sind. Man sieht das immer wieder, einer geht nach vorne und der andere lauert und sticht dann nach, um den Abpraller reinzumachen. Ja, sehr gutes Stellungsspiel tatsächlich. Also Tiberium steht immer richtig, muss man mal sagen. Ja. Felix jetzt hier gut den Ball rausgehauen. Das ist wichtig, dass selbst wenn man merkt, okay, man ist unterlegen, dass man noch ein paar gute Bälle fürs Selbstbewusstsein noch erwischt und merkt, Mensch, ich kann's ja noch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und, oh, da kann er auch nichts mehr machen. Außer ausweichen, damit es nicht noch ein Eigentor wird. Schön gemacht hier. Sehen wir denn eigentlich gleich jetzt eine Revanche direkt gegen Valentin und Jano oder wird es dann zwei andere Spieler geben? Haben sie sich jetzt qualifiziert quasi gegen unsere beiden Pros zu spielen? So habe ich das verstanden, dass sie jetzt gerade dabei sind, sich zu qualifizieren gegen Valle und Jano. Und da bin ich mal gespannt. Also, die Qualifikationsrunde. Gleich geht's richtig los hier. Ja, ein Warm-up quasi. Ein Warm-up. Das ist, aber auch für unsere Leute, ne? Zur Verteidigung. Die haben natürlich auch einen harten Tag hinter sich. Ist nicht so, als hätten wir die geschont. Haben wahrscheinlich auch beide Corona und dementsprechend ein bisschen schlapp. Ja, absolut. Also, das muss man sagen, die beiden waren beide schon heute um 5.30 Uhr in der Firma. Felix! Oh! Felix mit einem Sensationstor! Absolut. Sehen wir das nochmal? Hier! Schau dir das an, ja. Was für ein Move! Mit dem Popo! Eigentlich doppelt. Also, das war richtig, richtig stark. Und jetzt können wir es ja sagen: Die beiden haben gesmurft. Felix und Andreas legen jetzt richtig los. Sie haben gesagt, zur Hälfte der Zeit aktivieren sie den Skill. Hier Felix wieder auf der Linie, stark gemacht, treibt den Ball nach vorne, der läuft Richtung Tor. Doch Tiberion kann ihn sich noch vor der Linie schnappen, treibt jetzt einerseits die Kugel ins Offensivdrittel des Feindes.
und fällt hier gleich der nächste Treffer. Nein, Felix hat was dagegen. Schlawenzelt ihn weg. Aber Orange bleibt dran. Und was für ein Tor. Jupp hier. Da sieht man's. Ja, schön. Volley. Volley genommen. Kommen immer aus dem hinteren Raum. Die Bälle springen immer in die Richtung 16-Meter-Raum. Da müssen die beiden einfach nur absahen, habe ich das Gefühl. Naja, das sieht so einfach aus, ne? Weil sie das einfach aussehen lassen. Aber als jemand, der selbst anderthalb Stunden Rocket League gespielt hat, kann ich dir sagen, das ist nicht so einfach. Ja, oh. Schöner Schuss unter die Latte. Oh, gegen den Pfosten. Aber auch da, guck mal, wo er hinten reingedrückt. Wo er steht da. Er weiß genau, wo der Ball hinkommt, der Pierre. Ne? Das meine ich. Also da sieht man die Erfahrung. Ich mag die Map übrigens, Dennis. Was sagst du zur Map? Ja, die ist wunderbar. Schön. Hart. Wie so ein alter viktorianischer Bahnhof irgendwie. Oder? Uhren da dran und. Erinnert mich eher an so ein Bahnhofsklo. Ein Bahnhofsklo? Mhm. Das ist erstaunlich, Dennis. Wieso? Weil es überhaupt nicht aussieht wie ein Bahnhofsklo. Wie sehen deine Bahnhofsklos denn aus? Also ich muss zugeben, ich war schon lange nicht mehr auf einem, aber früher regelmäßig. Da sahen die so aus. Bist du dir sicher, dass du nicht die Bahnhofshalle mit einer Toilette verwechselst? Nee, tatsächlich. Warst du mal im Hamburger Hauptbahnhof zuletzt? Da ist der Bahnhof selber dreckiger als die Klos. Aber das ist auch nicht schwierig. Weil die Klos werden auch regelmäßig gereinigt. Genau. Ja, also es fällt selbst einem erfahrenen Kommentatoren wie dir schwer, hier noch künstlich Spannung aufzubauen. Und das will was heißen. Wenn selbst du an deine Grenzen kommst, noch Hoffnung zu sehen, wo will man dann Hoffnung sehen? Ich habe meine Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Das spürt man dir an. Ich meine, schau dir Felix an, er grinst, weil er sich noch zurückhält und gleich in seine zweite Form wechselt. Bei Andreas denke ich das auch. Die haben noch ein paar Assen im Ärmel. Oder, Jungs? Ich befürchte, das ist alles eine große Lüge. Und jetzt sehen wir hier das nächste Tor. Oh, der tänzelt auf der Linie, fällt raus. Was ein Glück, Andreas hat die Schnauze voll, haut den Ball weg. Er sagt zwar, ey, ihr könnt vielleicht, oh doch, ich wollte gerade sagen, ihr könnt vielleicht 9-1 gewinnen, aber nicht zweistellig. Tja, aber dieser Traum der einstelligen Niederlage ist auch hier zerstört worden von Tiberion. Och, aber auch völlig, schön gemacht. Dennis, es ist mir völlig schleierhaft, wie man so antizipieren kann und auch so präzise im richtigen Moment diesen Ball da oben reindrücken kann. Es ist mir völlig schleierhaft, wie man diesen Skill haben kann. Ich habe zufällig ein paar Videos gesehen, wie irgendwelche Pros das mal spielen. Und das ist wirklich erstaunlich. Da geht sogar noch einiges mehr. Die kommen, berühren den Boden gar nicht mehr. Die sind fast nur in der Luft. Und ich hoffe, dass wir das gleich bei Valentin und Jano sehen werden. Das hier ist ja, wie gesagt, nur die Aufwärmrunde sozusagen. Jetzt mal allem Respekt vor Felix und Andreas nochmal. Bam. Ja, das ist nett, dass sie sind wie so ein Sparringspartner. Der in seinem Trainingsvertrag stehen hat, er darf den Champion nicht ernsthaft schlagen und selber aber einstecken muss. Ja, die letzten 5 Sekunden dieses Matches laufen. Eine Erlösung für uns alle, würde ich sagen. 1-Gewinner-Community. Herzlichen Glückwunsch, Community. Ihr habt es euch verdient. Der Sieg geht an alle Community-Mitglieder. Absolut. Ja, Tiberion hier mit 8 Toren, der MVP der Runde. Ich finde auch, Jo-Pierre hat das ganz, ganz stark gemacht. Aber Tiberion sichert sich hier natürlich mit 8 Toren und einer Vorlage den Scorer-König. Und ja, Felix immerhin mit einem Ehrentreffer. Ja, nicht schlecht. Das finde ich sehr, sehr schön. Wenigstens noch etwas fürs Herz. Aber ich will also gar nichts dazu sagen. Lass uns einfach direkt zum nächsten Ding gehen. Lass uns da nicht groß weiter drauf rumkauen. Ihr seid halt, es ist immer so, wenn wir gegen euch spielen, wissen wir kriegen eigentlich die Hucke voll. Und es ist einfach nur sehr, sehr, wie sagt man, brave, sehr mutig von Felix und Andreas, sich dem Ganzen hier zu stellen, meiner Meinung nach. Absolut. Sie sind so ein bisschen wie die Ziege, die ins Tyrannosaurus-Gehege geworfen wird. Und das, ja, die Tapferkeit muss man einfach mal herausstellen. Ja, so sehen sie aus, wenn sie zerfleischt sind. Fragen wir doch mal das nächste Team und lassen das andere Team sich ein bisschen schämen. Valentin und Jano, ihr habt das gesehen, ihr habt den Skill schon mal analysieren können.
von der Community von Jo Pierre und Tiberium. Genau, die beiden können jetzt, ich frage mich nämlich gerade, wie machen wir es? Eigentlich fände ich es geil, wenn die beiden jetzt nochmal Community joinen und wir jetzt versuchen, die fertig zu machen. Yes. Und wenn sie uns dann auch fertig machen, dann sind sie wirklich die ultimativ besseren Rocket League-Spieler auf der gesamten Welt. Und dann, würde ich sagen, treten wir gegen die Nächsten an. Aber ich muss auch noch mal sagen, stabil, dass ihr dabei seid. Ist, ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich schlecht gefühlt, weil ihr auch vorher zu Recht, ja. Ja, ein bisschen in Frage gestellt habt, Valentin, warum willst du uns dabei haben? Und ich will euch dabei haben, weil ihr tolle Menschen seid. Es geht nicht immer nur um Skill. Oh. Doch, bei diesem Format ja explizit eigentlich schon. Das ist ja genau das Format in seiner Kerndefinition. Du hattest ja vorhin gesagt, wenn dieser Punkt kommt, dass wir merken, hey, die sind eigentlich viel zu stark, dann würden wir eingreifen. Also 11-1 ist noch nicht dieser Punkt, wo man das... Ich wollte erstmal so ein Spiel laufen lassen, einfach nur so, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann wir eingreifen sollten. Aber ich würde auch sagen, beim nächsten Spiel sagen wir dann irgendwie, wenn ihr 3-0 hinten seid, so, wenn es noch eine Chance gibt, okay, raus da, wir rein, wir drehen es jetzt. Okay. Beziehungsweise, aber das kommt erst gleich, wenn wir die neue Lobby machen, dann können wir vorher ansagen, wer jetzt von uns spielt. Und dann der Appell übrigens, vielen Dank, erstmal hat ja super funktioniert, dass nicht das Community-Team jetzt gerade 4 Spieler hatte. Das hat ja schon mal top funktioniert, deswegen glaube ich an euch, dass auch funktionieren wird, dass wir sagen, hey, Andreas und Felix spielen jetzt zuerst, bitte wirklich nur die Leute in das Team joinen, die ungefähr auf diesem Level sind. Denn Matchmaking ist alles. So, seid ihr noch drin hier, Jo Pierre und wie hieß der andere Spieler oder die andere Spielerin? Ja, die sind noch drin. Ja, ihr könnt jetzt Community joinen. Sobald ihr das getan habt, joinen wir RBTV, weil dann kann das Spiel losgehen und dann versuchen wir euch zu vernichten. Und da sind sie wieder. Und jetzt, Jano, ab geht's. Eieiei, ich mache mir Sorgen, dass wir hier frühzeitig entthront werden. Ich habe mir die so ein bisschen angeguckt und das war... Ja, wir konnten sie jetzt studieren, das hatte ich sofort. Okay. Du, ich finde das jetzt im Nachhinein aber ganz gut, dass wir jetzt die Gegner wie Jopia und Tiberion durch Andreas und Felix einmal richtig aufbauen konnten. Ich habe eine Fallhöhe geschaffen. Ich habe Nils noch auf den Ohren. Das ist slightly nervig. Weil jetzt fiebert man richtig mit. Ja, die Bösen müssen jetzt besiegt werden von Valle und Jano. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das ausgeht und ob Valentin vielleicht heute eine sehr wichtige Lektion lernt. Ich habe dir gesagt, ich rede nicht. Demo. Das kann ich nicht parallel. Oder Rocket League. Ja, ich weiß, also, die Community ist ja groß. Im Grunde ist es ja so ein bisschen wie, wir spielen gegen den Schwarm. Und Valle hat gerade, ganz ehrlich gesagt, es ist sein, wie hat er es genannt? Sein Prime-Game oder sowas. Und das kann jetzt richtig wehtun. Aber so richtig. Ich hoffe, dass Valle sein Skill gut einschätzt und ein richtig guter Typ ist und wir die jetzt wegziehen. Ansonsten wäre ich in wäre ich in Wallis, wenn ich seine Schuhe an hätte, ein bisschen betrübt. Ja, guck mal, hier sieht man das 1-0 direkt. Der ist ganz, ganz unangenehm langsam auf den langen Pfosten. Und wer war das gerade da vorbeigeschossen? War das Jano? Der gerade nicht verteidigen konnte und mit voller Geschwindigkeit am Ball vorbei. Das tut natürlich weh. Aber guck mal, Valle hat ein Auto mit leuchtenden Reifen. Das sagt eigentlich alles. Ne? Das kriegt man auch, glaube ich, nur, wenn man sehr gut ist. Oh, das ist ja, da hat er sich schlau positioniert, direkt seinen Gegner angespielt. Nee, ich bin gar nicht da. Valle ist auch sehr kommunikativ und vielleicht sprechen die beiden sich ab. Ich würde sonst vorschlagen, dass wir vielleicht mal reinhören, um so ein bisschen die Taktik unseres Teams ein bisschen mitzuverfolgen. Okay, Fadu. Wunderbar, bleib ich gerne dran. Ja, ich habe leider keinen Boost mehr, ich kann nur nerven. Okay, aber besser als gar nichts. Boah, dass er den auch noch kriegt. Direkt die ersten Spieler, komplette Halblegenden. Das mit dem Halbgott war schon eine gesunde Selbsteinschätzung, habe ich das Gefühl. Oh. Okay. Ein bisschen gefaked. Oh, schön, schön, schön. Nein, er hat ihn und ich bin... Okay, Rechtfertigung erst nach dem Spiel. Ja. Jetzt erstmal Abfertigung. Ja, boah, sehr schön. Oh, 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 oh. Boah, was ein Pass. Aber ich bin nicht da. Aber Lob auch immer gern im Spiel. Schön. Ah, Mist. Oh, no, no, no. Den hatte ich so nicht antizipiert. Schön. Wenig Boost, aber ich bin im Tor. Oh, da hat er. Schön, wir tauschen einfach. Bleib hinten. Jo. Oh, oh. Kriegst du ihn direkt hier? Ja, warte, nee, aber shit. Ich warte auf den.
Oh, oh ja, der kam aber auch schnell. Ja, guter Schuss. Hey, die haben Bock. Die haben richtig Bock. Ja, Andreas, Felix, es hätte auch gar nicht so viel gebracht, wenn wir da noch reingejoint wären. Wir wollten es einfach nicht noch schlimmer machen. Ja, okay, ich fahre. Und dabei so tun, als würden wir Verhältnisse klarstellen wollen. Die Sendung wird sich länger anfühlen als Wetten, dass. Ich glaube auch. Oh, schönes Ding. Wie sie sich passen. Ja, ja, drauf, drauf, drauf. Sehr schön. Hauptsache Block. Oh, sorry. Oh, wie er direkt beidreht. Oh nein, nein, nein. Ich habe den übel gerade gepasst. Bleib im Tor. Ist nicht, aber ich habe Angst vor dem Nachschuss. Scheiße. Ja, der Nachschuss. Oh, ja, ich bin zu früh hoch. Na, war davor schon mein Fehler. Ich habe einen Pass gegeben. Also den. Tja. Ja, Leute, ich hoffe, ein paar von euch haben auch noch was anderes im Leben gemacht und irgendwie. Ich dachte heute Abend vor, sagst du jetzt. Das wäre auch schön. Ja, gibt noch andere tolle Channels auf Twitch, wo ihr Leute abfacken könnt. Schaut doch mal bei Ede Live vorbei. Oder bei Yo Pierre. Der gewinnt in seinen Streams sogar. Ja. Ja, ich habe keinen Boost, ich block nur. Oh, oh, aber der oh, kommt schön. Schön. Ah, aber ich habe natürlich verschossen. Alles gut, ich bleib dran. Bist, oh, okay, okay. Shit. Ja, sauber. Das ist noch genug Zeit. Höhen, ne? Aber wir haben ein Tor gemacht. Ach, wie habt ihr ein Tor gemacht? Das siehst du mal, ne? Ja, Valentin, war eine gute Idee, das mal wieder abends zu machen. Ja, das wäre super. Es war übrigens nicht meine Idee. Oh Gott. Wow. Oh, aber das war eine Variante. Alles im grünen Bereich. Ja, ja. Ich hatte zu wenig Boost für so eine Aktion. Du bist aber dran, sehr schön. Ich habe ihn. Einfach auf. Ah. Die muss man schnell spielen. Wir können auch einfach gleich. Oh, und wieder nicht zielsicher. Wir können auch gleich einfach ins Black gehen und jubeln und dann close auf uns machen. Dann, hä? Ist nicht gesehen. Fang jetzt nicht an, parallel noch Regieanweisungen zu geben. Du musst hier spielen. Ja, ihr habt recht, die Quillung bekommen. Ja, so schnell geht das nämlich, wenn man redet und spielt. Schön. Hier für dich. Ah. Aber guter Gedanke. Sorry. Oh, da waren wir sorry, nein, sorry, 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 my bad. Aber wir haben gut noch gemacht. Bleib dran. Ach, okay, fuck, okay, lass. Er war da, er war da. Ja, wie reagiert er drauf? Okay, ich bin zu weit nach vorne gegangen, aber er macht nichts. Er gibt uns nochmal eine Chance. Ich mache irgendwas. Och Gott, und dann macht er. Ja, GG, Jo-Pierre und Tiberion. Also. Das habt ihr toll gemacht. Bitte verlasst das Spiel jetzt. Also ich frage mich halt, warum ihr so stolz wart und uns nicht gefragt habt nach Tipps, weil offensichtlich haben wir ja gezeigt, wie man deren Defensive überlisten kann. Ja, ja. Und ich finde es halt ein bisschen arrogant, dass ihr nicht diesen Zweig von uns nehmt, diesen Olivenzweig. Eieiei. Ja. Das war, wie nennt man das? Nix. Nix. Ein Satz mit, war nix. Eine Schelle. Eine Schelle. Eine astreine Schelle. Ich würde am liebsten rüberkommen und die persönlich verteilen, weil das waren 4-0. Da schämt euch. Pfui. Ja, was soll man sagen? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die ersten Gegner direkt so stark sind. Und jetzt so nachträglich kann man ja tatsächlich mal Tipps einfordern von dem Team, was wenigstens ein Tor gemacht hat. Wie habt ihr dieses Tor bewerkstelligt? Wie geht das? Glück. Nein, wir haben sehr lange gescoutet. Also im Endeffekt ist Scouting ja der Schlüssel. Ja. Und dann einfach die Defensive überwinden und viel Kommunikation, das fehlt mir bei euch. Stimmt, also, das habt ihr besser ist gemacht. Es ist natürlich aus einer 11-1-Situation schwierig, euch Tipps zu geben, aber das ist Kommunizieren ist alles. Das ist natürlich richtig. Jetzt haben wir hier schon wieder einige wartende Leute. Die wollen wir es so machen, dass sie wieder erst gegen euch spielen? Wollen wir es diesmal aber so machen mit Ablösen?
Wäre das mal eine lustige Idee? Ich würde auch, liebe Zuschauer, mal, guckt mal in eurem Wohnzimmer. Läuft da irgendwo eine Katze rum, ein Hund, wollen die mal spielen? Dann ist heute, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Safe. Ja, schauen wir mal, ob das klappt. Ich fand sehr, sehr spannend zu sehen, wie Valentin natürlich auch relativ schnell unter Druck war, weil er wahrscheinlich überrascht war, wie stark die Gegner sind und wie schnell er dann auch zurücklag. Und ich fand sehr, sehr gut, wie Jano ihn dann noch versucht hat, wieder zu beruhigen, auf den Boden zurückzuholen, ihn wieder in die Konzentration zu holen. Das fand ich ganz gut. Und das hätte, also das war sehr, sehr wichtig. Da nochmal Respekt an Jano. Ich finde, es ist unglaublich schwierig, in so einer Situation noch seinen Cool zu bewahren. Besonders, wenn es dein Prime-Game ist und man so auf den Sack kriegt. Jetzt ohne, also es tut mir leid, aber es ist ja so. Das wollte ich nur mal sagen. Super gemacht, Jano, aber auch super gemacht, Walle. Ihr habt nur halb so hoch verloren, im Grunde, wie, wie unser, wie nennen wir es, Bodensatzteam da, unsere Strohmänner. Aber wie Walle gerade gesagt hat, glaube ich, werden wir jetzt nochmal so verfahren und gucken wir, wer aus der Community gleich da reinjoint. Und in der, jetzt fällt mir gerade ein, wir müssen da ja auch noch reinjoinen. Noch sind ja Leute im Spiel. Aha. Da ist auch gerade jemand gejoint. Das funktioniert wirklich sehr toll mit euch. Jetzt, Andreas und Felix, ich bitte euch ins blaue Team zu gehen. Es fehlt noch ein Spieler für Orange. Nee, die sind drin. Das heißt, wir sind voll, wunderbar. Keine Sorge für die Leute, die irgendwie nicht reinkommen oder whatever. Wir machen gleich noch eine neue Lobby. Nur gerade hat das hier wunderbar gepasst. Und los geht das Spiel direkt. Bist du? Ich meine, die haben ja auch einen Clan-Tag, ne? Ist mir auch aufgefallen, ja. Und ich finde ja, wenn jemand einen Clan-Tag hat, das ist ja immer schon eine Message, ne? Auf jeden. Also niemand, der ein Spiel überhaupt nicht beherrscht, gibt sich einen Clan-Tag. Ich hatte früher in der Schule meinen Clan-Tag mit immer vor meinen Namen geschrieben, tatsächlich. In der Schule? In der Schule, wenn du da deinen Namen hast, trotzdem, ja. Ich war so drin, dass ich auf meinen Ordner nicht nur meinen Namen, sondern auch meinen Clan-Tag vorne hatte. Was war denn dein Clan-Tag? Das war damals 6FU, für 6 Feet Under stand das. In welcher Klasse warst du denn da? Das war, wo ich das zweite Mal sitzen geblieben bin, irgendwie, keine Ahnung, 10. oder so. Und ich erinnere mich, wir haben sogar mal gegen Mortal Teamwork gespielt. Das ist aber schon eine Weile her. Und wir haben auf den Sack gekriegt, natürlich immer. Wir waren nicht gut. Was? In Counter-Strike. Bei Mortal Teamwork war es in Counter-Strike, genau. Ich kenne natürlich alle ambitionierten Counter-Strike-Teams aus der Professional-Szene, weil ich ja selber auch im ISL Top 10 gespielt habe. Damals. Irgendwie im Olympic Lurkers. Und deswegen kenne ich die natürlich. Aber das nenne ich Identifikation, Dennis. Ja, das ist verständlich. Dein Clan-Tag. Natürlich. Auf die Schule. Ich gehe doch nicht in einen Clan, ohne mich mit dem über alles zu identifizieren. Aber sowas von. Ich habe den Clan gelebt. Wahrscheinlich stand auf dem Formular, bitte den Clan-Namen draufschreiben. Und du hast es falsch verstanden. Nee, das war in der Biologiearbeit oben stand das nicht. Nee, aber. Drückt auf Team wechseln, rausjoinen und. Hattest du keinen Clan? Ja, klar, ich hatte mehrere. Kommando Kräuterwiese, KKW, Clan KKW. Felix, wenn du rausjoinen war so der, bei dem ich am nächsten war. Dann hatte ich früher einen Clan für PS, die PS Devils, Pro Evolution 6. Ja, genau, das ist ein bisschen komplizierter, aber das können wir. Was ist ein PS-Clan? Ich kann da auch gleich einfach reinschauen. Oh Gott. Wie? Wieso? Das ist nämlich sehr schwer natürlich. Ja, nix, wie sich dein Leben seit Jahrzehnten nicht verändert. PS4-Gamepad. Sorry. Okay. Ist das schon was Schlimmes? Ja. Genau, jetzt kannst du irgendwo aus dem Team rausgehen. Dann mache ich den Wechsel und wieder. Ja. Wenn ganz kurz drei im Team sind, ist das auch jetzt nicht so schlimm. Wechseln und dann bist du perfekt. Wunderbar. So, die machen wir fertig, ja, ne? Ja, mach. Das ist jetzt ein bisschen so wie früher, wenn man ein bisschen übergezogen. Aber jetzt haben die natürlich erstmal weniger Zeit und müssen 4 Tore aufholen, Dennis. Hältst du das noch für realistisch? In 3 Minuten? Fantastisch. Ach, ja. Man soll ja nie seinen Optimismus verlieren.
Das ist eine gute Einstellung. Dafür kennen wir dich, den optimistischen Sonnenschein. Ja. Ich bin Optimismus Prime sozusagen. Ja, ja, ich wusste, ich konnte den Pass nicht ansagen. Das war ein bisschen random. Oh, oh. Aber jetzt müssen sie auch mal abliefern. Ich meine, sie müssen zumindest, wenn sie das Match schon nicht gewinnen, sie müssen zumindest die zweite Hälfte gewinnen, wie man ja beim Fußball auch sagt. Ne? Erste Halbzeit geht 5-0 verloren, dann sagt man natürlich in der Kabine, Jungs, wir spielen die zweite Halbzeit jetzt ab 0-0, vergesst, was passiert ist. Und so muss natürlich auch jetzt Valognano da rangehen. Aber wenn sie jetzt hier auch ihren Stint noch verlieren, das wäre natürlich ganz, ganz bitter. Ich konnte mich nicht mehr richtig. Ja, und da ist das Tor von Creotronic. Aber war halt versehen. Ja, mittlerweile würde mich mal interessieren, wenn wir unsere beiden Teams gegeneinander spielen lassen, was dann passiert. Ja, 0-0. 0-0, ne? Ich kann es nicht leugnen. Ich habe irgendwie gedacht, das läuft besser. Echt? Ja, ich war seltenerweise mal selbstbewusst. Das war ein Fehler. Ab jetzt bin ich wieder ein schüchterner. Ja, aber gucken wir mal, wie es aussieht. Von mir aus hören wir gerne mal wieder rein, ob es da jetzt Veränderungen im Teamgespräch gibt und wie die Taktiken sind. Exakt, genau. Du glaubst nicht, dass das jetzt ein halbes Jahr gehalten hat. Spätestens beim ersten Date war das wieder weg. Schön. Oh, der war schön. Du hast auch ein schönes Auto. Also, welches jetzt? Nö, das von den anderen. Ach so, toll. Oh ja, schön ausgespielt. Kein Boost leider mehr, aber wieder, ich bring ihn. Ja, 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 ja. Never mind. Gute Bringung. Oh, da wäre er da nicht gewesen, ne? Aber guck mal, da blitzt es kurz durch. Ja. Das Potenzial. Ja, Potenzial ist da. Okay, warte. Bin ich drauf? Aber, du bist da. Nein. Und das Tor ist frei. Wollen wir versuchen, so eine simple Wechselrotation zu spielen? Also das, was ich eben vorgeschlagen habe, dass man nicht noch groß herumfummeln vorne. Ja, machen wir. Weil dann ist garantierter, dass jemand rechtzeitig im Tor zurück ist. Ja, auch wenn wir bei 6-0 vielleicht nicht mehr so das Tor verteidigen müssen. Ja, ich sag so für die nächsten Spiele. Ja. Hoffentlich hat das keiner gehört, dann kennen sie ja unsere Strategie. Das ist doch alles. Was ist denn mit euch los? Was macht ihr denn? Wieso macht ihr sonst nichts in eurer Freizeit? Oh, an der war ich auch nicht dran. Wow. Schön. Schön, dass du da nochmal dran warst. Jetzt versuche ich nochmal zu geben. Ich bin ready. Eigentlich. Ja. Nein. Willst du ihn dann lieber weiter nach hinten haben? Missklick, sorry. Alles gut, alles gut. Ja, jetzt. Oh, wir haben ein Tor. Wir haben ein Tor. Stark. Okay, jetzt ist der Spirit resettet. Oh, die Kündigung noch mal um 2 Tage verschoben. Du, wenn hier bei Rocket Beans jemand wegen Skilllosigkeit gekündigt worden wäre, dann hätten wir keine MitarbeiterInnen mehr. Schön. Direkt hier. Das war ein Profi-Aufschlag. Oh, und stark. Wir kommen zurück. Oh. Das ist nur unsere Taktikumstellung. So sieht's aus, ja. Die haben wir natürlich sofort auch vorgenommen. Einfach ausgecoacht. Schön. Ja, war ein bisschen lucky, muss man dazu sagen. Nee, den nehme ich nicht mehr, das wird zu risky. Micha, der wäre gegangen! Aber also das war schon besser als vorher. Ich kann eine, ich will nicht lernen, es nenne ich es nicht Lernkurve oder wie nennt man das? Das ist schon besser als vorher. Ne? Lernkurve kann man das noch nicht nennen. Also es war jetzt ein Unentschieden, das muss man auch mal sagen. Andreas und Felix haben mir mit 0-4 die Hypothek übergeben an Jano und Walle. Und die haben daraus immerhin ein 6-2, sprich ein 2-2 in ihrem Stint gemacht. Und das ist aller Ehren wert. Und da muss man auch, denke ich mal, einfach die beiden loben. Also dass sie gegen die beiden Creatronic und Daydreamer zu einem Unentschieden gekommen sind
Und die beiden sind ja nun mal mit einem Clan-Tag versehen. Und wer sich ein bisschen in der Rocket League auskennt, der weiß, 5RP und BB, die sind absolute Top-Clans. Dabei habe ich eigentlich einen B mehr. Ja. Ja. Oh. Das sieht man sofort. Absolut. Krass. Ja, aber weniger ist manchmal mehr. BBB ist halt nicht ganz so gut. Wie BB. Bei E-Sports. Ja. Ja. Aber wie immer überzeugen wir ansonsten durch. Was können wir eigentlich? Du, wir können gemeinsam leiden. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, trotzdem Respekt, dass es hier noch weitergeht. Wahrscheinlich sogar noch mehrere Stunden. Direkt das nächste Spiel, würde ich sagen. Wie sieht's aus? Wollt ihr wieder anfangen, Andreas und Felix? Wollt ihr noch mal was dazu sagen? Wie sieht eure Motivation aus? Werdet ihr jetzt lieber im Bett? Also, ich kann auf jeden Fall unsere HR-Abteilung beruhigen, dass ich das nicht als Arbeitszeit hier heute anrechnen werde. von daher, doch, wir sind motiviert. Es kann ja eigentlich nicht wirklich viel schlechter werden. Hm. Oder, Felix? Das kann nur besser werden. Ja, wir haben ein Tor gemacht, wir machen jetzt zwei. Ja, das ist Mindset. Gut. Die Frage ist, werdet ihr der Forderung nachkommen, das Pad nochmal zu übergeben, nachdem wir euch jetzt enttäuscht haben? Ach so. Erneut. Ja. Ja? Ja. Okay, also Pad-Wechsel weiterhin aktiv, dieser Modus. Und ich schätze mal, wir bleiben in der Lobby, oder Valentin, wie sieht's aus? Ich habe das Gefühl, weil ja im Endeffekt jeder immer nachjoinen kann, dass bisher wirklich auch, muss ich mal an die Community applaudieren, wie gut das funktioniert, dass wir nicht immer 4-2 hier zocken, weil theoretisch, das ist komisch, an Rocket League könnten da jetzt Unlimited Leute in Orange joinen. Wird nicht gemacht, von daher Props an euch. Rainer. Ihr bist ganz schnell in Blau. Genau, los geht das Spiel. Easy, du gehst. Ja. Dennoch hoffe ich auf meinen Appell Nummer 2, dass sich Leute, die noch nicht so lange im Game sind, aber einfach Bock haben, mal gegen RBTV ein faires Match zu spielen, sich vielleicht nächste Runde oder wer weiß, wenn wir jetzt gucken, diese Runde dazu gesellen und Andreas und Felix ein schönes, spaßiges Match ermöglichen. Oh. Ja, das waren 18 Sekunden. Immerhin. Aber schön gedacht. Also 18 Sekunden lebte die Hoffnung. Ja, Dani. Das ist ein neuer Rekord. Das erinnert mich an so Physiker, die so am in CERN so versuchen, Elemente zu stabilisieren, die sie künstlich hergestellt haben. Und da gibt es immer noch neue Rekorde, wenn man sagt, oh, sie haben es 0,0001 Sekunde, haben sie die Hoffnung aufrechterhalten können. Neuer Weltrekord am CERN. So ein bisschen hier ist es, wie lange dauert es bis zum 0:1? Ja, aber auch rekordverdächtig, wie schnell du unser Team aufgibst, bei einem 1:0 schon. Da ist doch noch alles offen hier. Ich sehe da noch nicht. Guck mal. Erst ein Gegentor. Da ist doch noch alles drin. Oh. Oh, oh. Aber Felix, nicht schlecht. Stark gerettet von Felix. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Langsam keimt wieder Hoffnung in mir auf. Jetzt kommen sie vielleicht sogar mal in die Offensive. Jetzt ist das Tor hinten leer und damit ist das 2:0. Nee, da kommt er wieder. Was für ein Move. Der Kaktusmann, wer war das? Unfassbarer Move hier. Von, war das Andreas? Ich sag einfach, es war Andreas. Es war Felix. Es war Felix. 50-50. Schade, und im Gegenzug das 2:2. Das stimmt. 0:0, 2:0. Ja, aber das ist alles noch machbar. Alles noch. Ich hab's noch nicht aufgegeben. Ich stell mir gerade vor, wie das gewesen wäre, wenn wir wirklich da gespielt hätten. Du und ich? Ja. Ja, aber meinst du, wir hätten das noch schlechter machen können? Als die vier? Also. Der kam, der ist so lange gegeben. Naja, da war zumindest die Möglichkeit, den zu können. Ja, die Möglichkeit. Ich bin so, was hier immer noch gebe. Zeig einfach, dass ich immer noch dasselbe bin. Ich nicht abverändert, oben, weißt du? Ne? Nee, null.
gerade. Bist du da? Ein bisschen. Oh! Oh. Den ersten abgewehrt, aber den zweiten muss gut machen. Ich den. Ja. Meine bisher beste Aktion ist fast ein 4:0 verhindern. Kavum. Oh, Leute, ey. Oh, der Andreas sprintet dann nach vorne mit einem Blitzmove. Willst du den? Boost, meine ich. Nein, ich krieg den nicht richtig. Das ist die falsche. Ja, das stimmt. Schön, das Eigentor verhindert. Immerhin. Man muss die kleinen Erfolge feiern. Und wenn es das Verhindern eines Eigentores ist, dann muss man sich eben daran hochziehen. Und wenn es das Ziel ist, hey, diesmal soll es nicht zweistellig werden, dann muss man das versuchen zu erreichen. Wenn man merkt, und das ist meine Lebenserfahrung, Dennis, wenn man merkt, ich kann die Ziele, die ich mir stecke, nicht erreichen, muss ich sie nach unten korrigieren. So weit nach unten korrigieren, bis sie irgendwann realistisch sind. Mach mal ein Spiel fertig. Ich glaub, schön gesagt. Scoutet lieber und wie ihr die schlagen könnt. Ja. Spoiler gar nicht. Doch, die machen wir kriegen die schon. Wir sind mal. Das stimmt. Ein bisschen. Wir sind ein bisschen schüchtern. Ja, das auch. Schüchtern ist es. Na, oh, komm schon. Das ist der schön. Schade. Ah ja, okay, hi. Wow. Okay. Ja, Andreas ist noch auf Zack. Felix stolpert. Manuel Lynch, ey. Der alles rausholt. Ich denke gar nicht an Andreas Lynch. Das war Teamarbeit, will ich das? Nenn das Pressschlag. Vielleicht fällt da nochmal durch Zufall einer hinten rein. Hätte ich nie wieder Fußball spielen können. Pressschlag braucht zwei Leute. Also, ich weiß nicht, was ist das? Messschlag braucht zwei Leute. Ach, leck. Oh, mir. Ehrlich. So, Tor. Ja, sehe ich auch. Tor. Da ist er. Da ist er. Das ist er. Das sind die Momente. Das ist der unfassbare Treffer. Der Ehrentreffer. Guckt euch das mal an, Andreas. Ich kann es kaum glauben, was ich da sehe. Er nippt ihn einfach rein. Wie willst schreiten halt so nach Heldengeschichte? Was ist das noch? Und das ist damit der zweite Treffer. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Felix und Andreas haben genauso viele Tore geschossen. Wie Valo und Jano. Und das ist doch wirklich überraschend, dass wir hier zwei Teams auf Augenhöhe haben. Jetzt ist er da. Der Damm ist gebrochen. Ach ja. Schade, dass sie jetzt so wenig Zeit haben, um hier noch mehr Tore zu schießen, denn ich habe das Gefühl, jetzt sind sie richtig drin. Jetzt dominieren sie den Gegner. Der Gegner hat völlig die Kontenance verloren. Tja. Zeigst Präsenz. Ach. Nee. Aber immerhin wird es nicht zweistellig. Und das ist ein Erfolg. Eben 10:1, jetzt 6:1. Ja. Ich denke auch, also wenn das so weitergeht, dann schießen die vielleicht heute sogar noch mal zwei Tore. Naja, oder, also man muss ja nicht direkt nach den Sternen greifen, Dennis, aber so ein 4:1, 1:4, also. Ich denke auch. Schade, schaffen sie. Immer drei Tore weniger, ne? 1:10, 1:7, dann beim nächsten Mal vielleicht ein 1:4. Das wäre doch was. Oder? Ja, klar. Wenn's ich denke auch, ab einem 1:4 sind wir auch so in so Gefilden, wo man auch schon sagen kann, das ist nicht mehr mal unangenehm, das kann mal passieren. So ein 1:4 ist ein ganz normales Ergebnis. Naja, es ist nur noch eine Sekunde. Das weiß man als Profi. Aber das war jetzt ein 1:7. Und trotzdem bin ich begeistert. Von dem Mut und der Ausdauer auf jeden Fall von Andreas und Felix. Der Damm ist gebrochen. Das war nicht das letzte Tor, was wir heute geschossen haben, aber das vorletzte wahrscheinlich. Der Damm ist gebrochen. Das ist sicherlich schmerzhaft. Trotzdem spielt er. Und wie sieht's aus mit Valle
Und Jano, seid ihr jetzt dran für die nächste Hocke oder Walle? Wolltest du das Spiel ändern? Ein anderes Spielchen? Was ist dein Plan? Also ich würde vorschlagen, dass Jano und ich jetzt noch einmal versuchen, die beiden, die da bereits drin sind, ob wir die besiegen können. Und danach, weil ich gerade auch ein bisschen mit dem im Chat gelesen habe, dass natürlich diese Lobby immer voll ist. Das heißt, es ist für die Chancengleichheit schon cool, wenn man ab und zu eine neue Lobby macht, damit man wieder komplett durchgewürfelt werden kann. Das heißt, wir spielen noch einmal gegen die beiden. Yes. Und dann machen wir eine ganz neue Lobby, Leute, so dass alle wieder die gleiche Chance haben, wenn ihr das Passwort geleakt bekommt. Von daher, warum kann ich nicht bereit drücken? Ihr beide müsst noch bereit drücken, Andreas und Felix, dann können wir neu starten. Genau. Sorry, also, PWNH und Dani, haltet euch bereit, jetzt fertig gemacht zu werden von uns beiden absoluten Rocket League-Legenden, um es mal ganz. Ja. Die Community-Schonfrist ist vorbei, die ersten 10 Minuten des Videos rum. Jetzt können wir endlich Taten sprechen lassen. Walle, wie sieht's denn aus? Sollen wir vielleicht noch mal für die, die jetzt die schwierige Aufgabe am Anfang nicht lösen konnten, noch mal das Passwort sagen, dass vielleicht. Nee, wir machen eine ganz neue Lobby mit einem neuen Passwort, ganz weil da gibt es nochmal eine ganz neue Join-Chance sozusagen. Okay. Aber nach diesem Match kümmere ich mich darum. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir überlassen bei euch die Bühne, weil ihr beide immer seid immer so schön kommunikativ, da wollen Dennis und ich euch gar nicht dazwischen fahren, im wahrsten Sinne. Okay. Dann lassen wir euch mal ganz kurz spielen. Sehr gerne. Ich fahre nach hinten. Ja, ja, ja. Oh, das ist ein Pass. Ja. Oh, er hat die nicht bekommen. Guck mal, da sehen wir, die bekommen sowas manchmal nicht. Da kann man sich ja mal was trauen. Aber der dribbelt sich hier einen ab. Was ist denn mit dir? Da hätte er dich fast lügen gestraft. Ich rede mehr mit den Gegnern als mit dir. Das ist ein Problem. Ich habe leider überhaupt keinen Boost und auch keine Aussicht, das in naher Zukunft zu ändern. Okay, aber immerhin warst du im Tor. Jetzt kannst du hier entspannt Boost holen. Nö. Ich besetze das Tor und take diesen Ball. Boah. Ja. Leider ihn direkt wieder weiter. Ah, okay, perfekt. Oh, fuck. Ach, verdammt, ja, nee, das war nichts. Ich hatte auch weniger, also wenig Boost dafür. Na, den kriege ich nicht mehr. Oh, aber schön du. Okay, okay. Ich kann ihn nicht, doch. Oh, sehr gut, den nehme ich mir. Jo, ich habe ihn weg. Ich versuch's. Oh. Bitter abgeprallt. Nein. Ich hatte auf was anderes gehofft und ich drehe mich so dumm im Tor. Ich konnte gerade nicht springen. Das hat man manchmal in der Kante. I know what you mean. Aber noch steht's 0-0. Alles ist noch drin. Ich habe gar keinen Boost. Kümmer du dich bitte um diesen Ball, wenn das geht. Schwierig. Ja, ich habe es ein bisschen spät gecallt, aber noch alles gut. Da warte ich auf den Schuss, weil sonst hätte ich den nicht bekommen. Bleib noch dran. Ja, nee, nehme ich lieber nicht. Ja, der war auch nicht gut. Den könntest du versuchen. Ja, nee, ich lasse ihn noch einmal touchen. Ja, das macht völlig Sinn. Und wir servieren perfekt. Aber kein Problem. Ah, ich hätte ihn gerne anders gekriegt, aber jetzt kannst du ihn nehmen. Er hat leider einen Boost bekommen. Wenn du jetzt schon nach hinten gefahren wärst, hätte ich näher rangekonnt. Also ich habe mich jetzt nicht getraut, um das Tor nicht komplett allein zu lassen. Nur um nochmal zu verdeutlichen, was ich mit dieser Strat, dass wir relativ schnell wechseln meinten. Okay. Nicht, dass es unbedingt eine Sau gut ist, aber wir sind ja aufeinander einfach nicht so eingespielt. Ja. Oh, 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 oh. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ah. Nein! Das war mein Fehler. Alles gut, ich hätte callen können, dass ich da stehe. Ja, dann versuche ich das so ein bisschen rauszukriegen. Immer dieses Blocken und Nerven ist so ein bisschen in meiner. Okay, das ist DNA eigentlich dein Ding. Ja, vielleicht sollte ich dir das auch nicht ausreden. Es hat ja auch nicht komplett scheiße bisher funktioniert. Ich bin nur im Optimierungswahn gerade. Ja, das haben wir auch bitter nötig. Aber wir haben es ja schon mal optimiert zu einem nicht so hohen Rückstand. Ja, okay, ich übernehme. Ja. Ah, nein, ich war zu spät. Oh, sehr gut. Schöner Block. Ja, ich. I'm back. Okay, gerne dran. Ich komme über rechts. Scheiße. Ja, habe ich. Ich gehe ins Tor. Ich bringe einen zweiten Ball. Mhm, mhm. Ah, ich war noch zu weit weg. Oh no, der geht ja direkt drauf. Sauber, sauber. Sehr schön. Deiner? Ja. Nein, ich hatte so. Alles gut, bleib dran, ich bleib hinten. Okay, ja, aber. Ich übernehme? Ja, sehr gut. Hat er?
krieg meinen Lolli nicht auf. Nein, da war ich. Ich war einfach schon so. Ich war genau in der Mitte, weißt du? Ich konnte weder springen noch zurückfahren. Oder hätte ich gekonnt, aber ich habe mich nicht entschieden. Ja, das ist immer die verflixte Position. Hat jemand einen Lolli-Öffner dabei? Ich krieg meinen Lolli nicht auf. Ich brauch jetzt einen Lutscher. So ist alles noch drin. Gibt's eigentlich noch Werbung seit der Umstellung? Nee. Ich brauche eine Werbung. Oh. Du sollst froh sein, solange die Kameras laufen. Ich glaube, wir brauchen erstmal eine Entschuldigung. Ja. Nee, das schafft ihr noch. Soll ich weg? Ja, geil. Ja. Oh, das war nicht geplant, aber Versuch. Nee, okay. Nein, wie habe ich den denn gemisst? Wir sind aber auch aufgeregt as fuck, muss ich dazu sagen. Ja, man kann es auch schlecht nennen. Nee, das wäre ja ehrlich. Ja. Oh Mann. Die wichtige, die wichtige Hirnhälfte von mir befindet sich schon komplett im Rechtfertigungsmodus. Bin dafür schon recht fertig. Er kann es dir verübeln. Oh, ich war so ein Sekündchen zu spät. Nehme ich. Ah, okay. Dich. Ich brühe nochmal. Ja, ja, sehr gut. Nicht scheiße, eben Kleister. Oh, da war der andere auch schon. Jetzt ist das Tor wieder frei. Was? Egal, wir müssen noch ein Tor machen. Dann haben wir zumindest die geringste Niederlage bisher erreicht. Mhm. Das ist jetzt das Ziel. Das ist der Erfolg, für den ich lebe. 0-0 ab jetzt. Ich lass mich anschießen. Das hat nicht geklappt. Ah. Ich hab dich auch weggerammt, ne? Keine Ahnung. Oh, ich wollte mir den Boost holen, habe ihn nicht bekommen. Nein. Wer hat dieses Format nochmal erfunden? 4 zu 0 ist besser als davor. Ihr werdet immer besser, Leute. Jetzt weiß ich, warum die Sendung so lang ist. Nun, ich denke, du liegst da falsch. Denn wir alle wissen, gerade hatten ja Valo und Jano noch einen kleinen Stint, in dem sie 2-2 gespielt haben. Jetzt haben sie hier also 4-0 verloren. Und es waren dieselben Gegner, die eben gerade auch Felix und Andreas gespielt haben. Und da muss man ganz klar sagen, Felix und Andreas haben ein Tor geschossen. Und damit, weil ja ein Rocket Beans Tor, weil es halt so selten ist, auch einen höheren Wert hat als ein gegnerisches Tor. Das ist ganz klar, das ist wie mit einer Perle aus purem Gold, die in aller Regel nicht vorkommt. Und wenn man eine findet, ist sie mehr wert als reguläre Perlen. Und deswegen sind momentan, ist in meinem Power-Ranking, in meinem aktuellen Power-Ranking, Pound for Pound, sind Andreas und Felix vor Walle und Jano anzusiedeln. Und das ist erstaunlich. Das stimmt, aber das bringt mich auf eine Idee. Wäre es denn vielleicht sonst gerecht, wenn Walle, Jano, Andreas und Felix zusammen gegen zwei Leute spielen? Und ist das überhaupt möglich? Das ist möglich, aber dann ja überhaupt nicht mehr. Bist du dir spannend. Da sicher? Sicher? Es war ja jetzt so spannend, deswegen wäre es ja dann nicht mehr spannend. Naja, Walle, aber wenn ihr mit Felix und Andreas spielt, dann würdet ihr vielleicht auch mal ein Tor schießen. Eventuell wäre das möglich, ja. Man kann es probieren. Aber ich für die Leute, die ein faires Spiel wollen, habe ich jetzt gerade erstmal eine neue Lobby gemacht, die ich euch jetzt mal eben kommuniziere. Alles klar, eine neue Lobby für neue Leute. Danach machen wir noch eine Lobby und dann können wir gucken, ob wir was daran ändern. Was haltet ihr davon? Ich würde vielleicht auch ein 4 gegen 4 irgendwie ganz gut sehen. Dann könnten wir mehr Leute gleichzeitig. Das ist absolut richtig. Das ist natürlich und da auch, ist so viel Chaos, da dass euer Skill eliminiert wird. Ne? Ja, zum Beispiel. Ja, aber auch der Gegner. Ja, nicht mit Rechnung, lieber Dennis. Denn jeder weiß ja, dass Skill addiert wird und dann wird er nochmal multipliziert. Denn gerade in so einer chaotischen Situation, wo es viel um Kommunikation und vor allem auch um Rollenverteilung geht, ne? Da kommt natürlich das auch nochmal zum Tragen, ja? Die Erfahrung zum Tragen. Wie bewegst du dich? Ja, wir wissen ja alle zum Beispiel,
was du bei Rocket League gut machen kannst, ist die sogenannte Rotation. Das bedeutet, du befindest dich als Team in einer permanenten Kreisbewegung und tauscht Offensive und Defensive aus, natürlich mit dem Ziel, immer in Bewegung zu sein, weil du aus der Bewegung heraus natürlich dem Ball viel mehr Momentum mitgeben kannst, um ihn nach vorne zu treiben. Und diese Zirkulation zum Beispiel, die muss natürlich sehr gut aufeinander abgestimmt sein. Wie sind die Abstände? Wann stoße ich nach vorne? Wann lasse ich mich fallen? Gehen die Defensive? Und das ist eine Herausforderung, die mit zunehmender Spieleranzahl natürlich wächst. Und deswegen weiß ich nicht, ob es tatsächlich so aufgeht, wie die Herren in der Kampfarena das eben gerade dargestellt haben. Es ist hochspekulativ, liebe Zuseher. Und an dieser Stelle schwierig einzuschätzen. Aber ich gebe die Hoffnung auch nicht auf. Denn wenn ich eins von dir gelernt habe, Dennis Richtarski, ist es, die Hoffnung lebt. Die lebt. Bis die Hoffnung lebt. Und okay, Walle, kommt ihr in euer Spiel rein? Weil ich komme nicht in euer Spiel rein. Jetzt geht's. Nee, ich habe mich beim Passwort verschrieben, aber jetzt kommt ihr mit genau den Daten, die ich euch gegeben habe, rein. Ach. Das war mein Fehler. Und sobald alle drin sind, könnt ihr das einmal kommunizieren, weil dann könnt ihr auch direkt die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren. Also ich habe jetzt einen Lutscher, ich bin happy. Solange dein Lolli da ist, ist alles gut. Ja. Also ich habe auch schon vorher gesagt, hier. Oh, okay. Okay, seid ihr auch drin, liebe Observer? Nein, sind wir nicht. Das. Also, nee. Doch, also jetzt versuch's einfach nochmal. Jetzt müsste es gehen, weil ich. Ja, doch. Ja, ja, jetzt habe ich da nochmal was geändert. Was wollen wir eigentlich mit den Kronen machen, die wir uns selbst jetzt vorher so aufgesetzt haben? Es gibt gebastelte Kronen? Nein, ich meine, mit unserer Position, uns hier als die Besten darzustellen. Ach so, ja, ich schreibe einen aufwendigen Foren-Thread, wo ich erkläre, warum wir unseren Skill und unser gesamtes Leben falsch eingeschätzt haben. Ich glaube, naja, Walle, du musst da nicht zu hart mit dir sein. Vielleicht, also müssen die Zuschauer verstehen, dass wir das so ein bisschen machen wie beim Wrestling. Da muss man sich am Anfang ein bisschen positionieren, ein bisschen aufplustern. Und das hast du einfach toll gemacht. Und nur so wird diese Show lustig. Und ganz ehrlich, nichts macht mehr Spaß, als euch zu piesacken. Das glaube ich. Ihr habt da eine sehr dankbare Position. Das stimmt. Nein, das würde ich nicht so sehen. Wir müssen euch ja zuschauen. Ja, das ist ja schon auch gar nicht so leicht, glaube ich. Aber dafür ist die Sendung ja recht kurz und knackig, oder? Kurz, das wird auch zusammengeschnitten Stündchen. Auf eine halbe Stunde. Na klar. Ach so, okay. Nur die Wins werden natürlich zusammengeschnitten. Ihr drüben, ihr lieben Observer, ihr kennt jetzt ja das Passwort. Vielleicht fällt euch wieder ein nettes Rätsel ein, aber das Passwort ist nicht besonders kreativ, also könnt ihr es auch einfach raushauen an unsere lieben Zusehenden. Ach, ich bin mir sicher, denn jetzt dem fällt da was ein. Der Name des Spiels ist wieder TDFS, und zwar großes T und großes S. 2 dahinter, die Ziffer. What? Und das Passwort, hast du das Passwort? Kannst du es? Oh ja, okay. Das Passwort ist folgendes. Es beschreibt zum einen das englische Wort für die Fähigkeit in einer Sache, zum Beispiel in Videospielen. Und das andere ist wieder eine Zahl. Und diese Zahl ist relativ klein, es sei denn, man ist im Kindergarten und kann noch nicht so weit zählen. Dann ist diese Zahl außerhalb jeglicher kognitiver Reichweite. Ich würde diese Zahl beschreiben als eine Zahl, die beginnt mit einer Zahl, die nicht 1 ist, aber auch nicht 3. Und die zweite Zahl würde ich beschreiben mit einer 1, die auch als Beleidigung dienen kann, wo man sagt, na, du bist ja aber hier eine gewisse Zahl. Und da würde man zum Beispiel jetzt sagen so, ja, also ihr seid jetzt ja in Rocket League echt eine richtige, so eine richtig fette, saftige als Zahl. So, und okay. Ist da schon einer drin? Ja, oh, die sind schon drin tatsächlich. Und für alle, die dir nicht folgen konnten, jetzt Skill 20. Exakt, das komplizierte Rätsel haben die Leute dann doch sehr schnell knacken können. Und wollt mit ihr wieder anfangen? Ihr müsst Skill schon reingehen? Ja. Du machst das schon. Ach so. Ja, ich bin da. Ach so, ja, das nächste Spiel beginnt, glaube ich, hier schon. Los geht's, und ich würde sagen, wir lauschen mal wieder rein in unsere fantastischen Spieler. Natürlich gewusst. Nein, da können die auch nichts für. Das ist auch so ein bisschen diesem Matchmaking geschuldet. Kriegst du denn? Oh, das war ja. Oh Mann! Oh. Wer war das? Das war krass mit der Wand hier, also, Team Blau. Oho. Andreas, ich will wissen, was in diesem Lolli ist. I want some. Da ist Skill drin, Alter. Scheiße. Den muss ich allerdings direkt machen, und dann ist vorbei.
die spielen halt nicht schlechter als wir. Das muss man halt einfach mal fairerweise so sagen. Die fliegen viel weniger. Ja, die fliegen nicht, aber sonst haben die auch eine gute Trefferquote, muss man sagen. Nee. Doch, okay, jetzt guckst du zu. Okay, ich will's aber auch nicht jinxen. Da ist einfach mehr Plan drin. Ja. Vielleicht auch mehr Wille. Okay, du gehst, Felix. Ich glaube auch. Ja. Gehst du zurück? Ja. Ich. Boah, ich werde beschubst auf den Schulhof. Ja. In dem Tor? Ja. Ja, du machst das, okay? Nee. Siehst du machst das nicht, okay? Ah, ah! Stark. Sehr gut, ja. Sehr gut. Konter. Reversal. Der flucht schon auf der anderen Seite schon in den Chat. Das ist ja. Sie die Zeit haben, die Buttons zu Achtung. Ja, das check ich auch immer nicht. Bist du da? Nee. Ja. Oh, nee, nee, nee. Na, Mann, so dämlich dann wieder. No. Herr Bauer, hey, da war eine Aktion dabei, ne? Egal, gar nicht so lange. Nimm dein Lolli und los geht's. Okay, Lolli drin. Ich mach Zahnarzt. Okay. Gehst du? Ja. Ja, kannst du kommen? Kannst du kommen? Lolli Express! So ein 0 zu 2, ey. Kick den hier gar nicht. Nein. Fröhlich sich weggeduckt hier unterm Ball. Ach, das ist doch alles eine. So, wir brauchen ein bisschen Kontrolle rein. Das ist 1 zu 1. Das ist das 1 zu 1, ja. Ich hätte es machen können! Oh, komm schon. Scheiße, ey. Ich gehe ein bisschen nach hinten. Du gehst mal. Nee, du kannst nicht, ne? Okay, dann versuche ich das. Und da wird es 1 zu 2. Ich war zu nervös. Scheiße, ich hätte vorne das 1-1 machen müssen. Ich war einfach zu nervös. Ach, du musst da nicht. Ich bin doch genauso wie im Fernsehen. Guck's dir an. Das ist einfach nur Fairplay. Ja, ja, klar. Scheiße. Fairplay. Da liegt was in der Luft, deswegen mich gerade so erregt. Unnötigerweise erregt. Gehst du drauf? Nee. Na, jetzt stehen wir wieder rum wie die Götzen. Oh, Gott. Okay, wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen, ja? Die sind einfach so, schlagbar. So, komm. Die sind schlagbar. Die sind auf jeden Fall schlagbar. Gehst du rauf? Also für Valentin und Jano dann, ne? Ja. Das könnte der höchste Sieg sein, den, ach, Mann! Den kriegst du da nicht. Scheiße, ja. Och ja, dann fliege ich halt in die Luft. So, den hole ich mir und den schnapp ich und dann mache ich gar nichts damit. Aber ich bin, okay. Du. Wenn wir zu zweit draufgehen, offenbar ist die Chance doppelt so hoch, dass einer trifft. Nice. Tot. Ja, ja, wie nennt man das im Fachjargon? Explodiert? Nein! Ja, toll. Ja, bei Autos spricht man, glaube ich, von explodiert. Ist das so? Oder ja. Totalschaden? Rechnet sich für die Versicherung nicht mehr. Dematerialisiert. Danke. Siehste, das ist ein Pro. 0 zu 3, aber es fühlt sich an wie ein 0 zu 2. Okay, okay. Du machst das, ne? Ja. Gut. So, wer ist denn das hier? Orangenbaum. Ist nicht die nächste Zeit für Orangen jetzt schon? Oder? Ja, klar. Die Orange fällt nicht weit vom Stamm. Nein! Der darf gar nicht an der Stelle rein. Nee, der darf da nicht. Boah, ich wär. Wärst du auch dran, natürlich. Ich hätte da gar nichts gemacht. Ich bin im Tor. Damit ist das Ding sauber. Ja, da habe ich jetzt leider ein bisschen. Schade. Das ist weird. Scheibenkleister, ne? Mhm. Ja, gut. Jetzt bin ich halt drüber und muss ins Bett. Der Lolli hat mich zu sehr angezuckert. Ich weiß auch nie, woran ich bei dir bin. Ne? Das ist entweder 100% Lolli-Energie oder ja. Oder er hat keinen Bock mehr, ich will ins Bett. Kurz dachte ich, da liegt was in der Luft, stellte sich raus, es ist eine herbe Niederlage, nach der es da riecht. 0-5, ja. Mit dem 0-2 war alles. Ich hätte es 1-1 machen können. Das war für mich der Moment. Das ist From Zero to Hero, nur umgedreht. Ich finde sympathisch, dass du sorry spammst, Felix. Naja, die haben halt zwar eine gute Zeit, aber die denken sich auch so, wäre schon lieber mit Jan und Walle gerade. Ach Quatsch, das ist das Größte in deren Leben. Machst du? Nee. Okay. Ich stehe im Tor. Na ja, gut, dann. Und ohne Booster. Sehr gut, mal ein Zeichen gesetzt. Ja. Dematerialisiert, hatte ich sie, ne?
Schöne Was Schleife. Machst du da? Eine Schleife um den Ball gedreht. Ja, wenn ich den so annehme, da, da passiert, da geht gerade gar nichts. Ne? Okay. Da. Ich glaube, wir haben einfach die ganze Zeit die falsche Farbe. Okay. Wieso sind die Roten schneller? Ja. Auch wenn ich orange wäre, wäre ich blau. Ach so. Nein! Habe ich. Hast du? Ja. Ja. Hast du den? Oh, nee. Okay. Nee, hier geht gar nichts mehr heute. Auswechselsch. Oh. Och, was? Wieso habe ich den denn nicht bekommen, ey? Ach, diese erste Minute, ne? Das war. Wieso kriege ich den nicht abgewehrt? Ich verstehe es nicht. Die sind in deinem Kopf jetzt, ne? Die sind in deinem Kopf. Lass die da nicht rein. Lass die da nicht rein. Das sind die Mindgames. Meinst du, der Orangenbaum hat diesen Gedanken gepflanzt, dass ich nicht gewinnen kann? Ja, nee. Die erste Minute war's. Das ist jetzt Makulatur. Schade. Ich hab uns gefühlt. Ich auch. Schade, ärgerlich. Da war mehr drin. Also nicht super viel mehr, aber so ein 7-1 war da drin. Komm, was soll's, ne? Einfach ballern, ne? Achso. Nee, ich hab mich zurückgezogen ins Tor. Und, aber auch nicht so gut, dass ich ein Tor hätte verhindern können. Ja, Leute. Schade. Ärgerlich. Was, ich hab dir sogar den Boost gelassen, weil ich dachte... Jetzt aber, jetzt komm. Nee. Bitte. Schön verteidigen. Immer drauf. Na gut. GG. Stark. Herzlichen Glückwunsch, Community. Ja, das war mal ein saftiges 8:0. Und auch da muss man wieder sagen, stark das Ergebnis unterhalb der magischen 10 gehalten. Und abgeliefert von Felix und Andreas, würde ich mal sagen. Ja, aber das waren natürlich auch zwei harte Gegner. Ich meine, erkennbar an dem Namen Orangenbaum und Herr Bauer 96. Die verstehen keinen Spaß, die meinen es ernst. Und die haben euch quasi als Geisel genommen hier bei diesem Massaker. Wie sieht's aus bei euch? Gibt's da Erklärungsversuche oder? Ach, da lag was in der Luft. Ich hatte nach dem 0:1 hatte ich eigentlich die Chance, das 1:1 zu machen. Und wenn das passiert wäre, dann glaube ich, wäre das hier noch mal genauso ausgegangen mit dem 8:1. Aber dann war bei uns so ein bisschen der Spirit weg. Dann war das bei uns. Ja. Okay. Bei mir? Ja, bei dir. Wie? Ich war bis zum Ende voll dabei, du. Nee, ich war dann die mentale Kraft. Musst du noch ein bisschen schauen. Okay, da müssen wir uns noch mal finden hier. Oh shit, bei euch im Team gibt es plötzlich Beef. Ja, Risse, erste Risse. Ja, aber ihr habt es eben so eingeschätzt, wir können die beiden besiegen. Gut, ist jetzt keine jetzt Chance mehr, andere, weil jetzt sind da zwei andere. Aber, die sind noch drin, die könnten theoretisch noch raus. Genau, Neil und Sick, werde kurz so nett, noch mal Herr Bauer und Orangenbaum sich zerstören zu lassen von Jan und mir. Damit der Orangenbaum auch erntet, was er gesät hat. Ich danke euch herzlich. Ihr könnt ja dennoch in der Lobby für gleich bleiben. Cool. Ihr seid wahre super Zuschauer. So, dann gehen wir jetzt ins blaue Team, oder? Janu, join schnell. Wir werden jetzt nämlich vernichten. Direkt weiter geht's hier. Ich fahr auf den Ball. Aber Moment, war das nicht in den anderen Folgen Tag der freien Schelle so, dass in Street Fighter und Tekken auch RBTV mal gewonnen hat? Ach so, das ist das Konzept. Ja, aber das ist doch mal passiert. Also wir haben doch auch mal schon mal was gewonnen. Warum kann das denn jetzt hier nicht so laufen? Ja, können wir gern so machen ab jetzt, wenn du willst. Ja, lass mal das so geplant machen. Wir können auch Street Fighter spielen. Also ich glaube nicht, dass ich da so schlimmer bin. Kann's nicht werden. Nee, da. Oh fuck, ich wollte den so passen. Das würde nicht laufen. So, jetzt aber höchste Konzentration hier. Oh, gar nicht mal so gut. Kleine Selbsttadelung. Schön. Ah, ich kann nicht so schnell rauf. Fahr du einfach weiter. Ja. Ah, ich hab's aber auch verkackt. Das war perspektivisch crazy. Ich lass ihn, er hat ihn. Ja. Ich bin nochmal drauf. Okay, ich übernehme. Ah, nee, du machst. Sorry. Ah, Mist, jetzt habe ich gezögert, aber es hat gereicht. Dennoch, stark. Einfach ausgespielt, weil die dachten, hey, warum macht der nichts? Wir haben uns synchronisiert gerade in der Pause. Ich glaube auch, Also, es war mal ein blöder Call von mir, weil du warst ja perfekt dran. Warum soll ich da drauf?
Ja, hat die Gegner aber genauso verunsichert. Exakt. Ach so, sorry. Ja, das hat sich gelohnt, den zu zerstören. Ja, da hätte ich mich aber auch früher nach hinten verziehen sollen. Nee, es war auch einfach gewagt von mir. In solchen Situationen bleibe ich meistens noch im Moment stehen, weil ich genau das befürchte. Für jeden zerstörten Orangenbaum musst du zwei neue pflanzen. Ah, Herr Bauer schreibt gerade Grüße an den Chat und seine Mom. Ja, ich grüße auch deine Mom. Ich bleib hinten. Das war nicht gut. Weiter? Ja, okay. Das ist gut, dass du manchmal weiter sagst. Ich habe mich schon so verhalten zurückziehen wollen. Das war aber nicht schlau. Jetzt geh du drauf. Ja, hat er, aber ich mache ihn nochmal nach hinten. Oh, das war so gut. Da hätte ich self-confident draufgehen müssen. Fuck. Ja, aber während ich gesagt habe, ich mache ihn nach hinten, habe ich mich umentschieden. Also auch nicht der beste Call. Scheiben. Ach. Okay, sie haben aber drüber gespielt. Ich bleib dran. Ja. Ich bin leider gerade boostless in Seattle. Okay, Baller. Der schön. Kommt vielleicht zurück. Ja. Ich take den. Mhm. Leider drüber. Machen wir noch ein paar Mal einfach. Ja, machen wir einfach ein paar Mal verdammt. So. Einfach radikal drauf. Den hat er gehabt. Deiner, hab ich. Ja, der ist safe. Nice. Irgendwas ist passiert. Ich glaube, es sind die Dämpfe von Andreas Lolli, die langsam zu uns rüber. Na, ich sag doch, die sind schlagbar. Wir waren eine halbe Sekunde lang dran, die zu schlagen. Dann wurden wir vernichtet. Aber okay. Das Auto sieht cool aus. Jetzt mal meinst du oder das von den Gegnern wieder? Das von den Gegnern. Wow. Nice. Wahnsinn. Was war Guck mal, bei 3 Minuten 1 führen wir 3-1. Heute haben wir es mit den Zahlen. Das ist stark. Das ist echt schön. Das haben wir uns eben so als Ziel gesetzt, immer nur so zu passenden Zahlen zu treffen. Ja, genau. Deswegen ist das auch alles so schwer. Ja, ich fahr. Bist du da? Sehr gut. Ich bringe ein bisschen nach hinten. Oh, überhaupt nicht. Ja. Oh, ich hab den ganz anders ab. Okay, Tor für die. Sorry, das war completely my mistake. Ja, alles gut. Ich habe vorher auch versagt. Ich habe diesen Abpraller komplett fehlantizipiert. Nennt das, glaube ich, der Abiturient. Fahr nach hinten. Okay, ich gehe wieder rauf. Ja, ich war nicht vorbereitet. Aber das hat ihn total verwirrt. Aber sowas von. Okay, jetzt haben wir uns wenigstens dieses verschenkte Tor von eben zurückgeholt. Ja, genau. Nach dem Versagen nicht verzagen, sondern einfach weiteren Angriff wagen. Oh, das ist ja. Gibt's diesen Spruch? Jetzt ja. Wie du in so einer Situation noch kreativ sein kannst. Das ist halt die Showredaktion. Das habe ich alles von Andreas gelernt. Danke. Nein, Alter! Aber schön. Stark! Gut, steht aber auch so in meinem Arbeitsvertrag drin, dass ich pro Sendung immer mindestens 6 schlaue Sprüche machen muss. Das ist ganz schön hart. Noch 5 to go. Ja. Und mindestens einmal Andreas loben. Okay. Das hast du also dann. Ihr macht das Hammer 5 zu 2. Ja, läuft. Stark. Ne? Oh, jetzt sind wir beide drauf gegangen. Aber die Gegner auch. Ja, ich nerv einfach weiter. Ja, hab ich. Jo. Ich bleibe im Tor. Jetzt habe ich leider keinen Boost mehr, aber das wissen die ja noch nicht. Deswegen so tue ich so, als würde ich genial dribbeln. Und du dribbelst auch genial. Oha. Alter! Das war gut. Okay. Tu mal öfter so, als würdest du. Ja, tu jetzt mal mehr so, als wow. Dribbeln. Angeber schreibt der jetzt sogar. Da schreibe ich nur Danke und sorry. Tu mal so, als ob du den jetzt direkt im Winkel haust. Ja, alles klar. Okay, das klappt nicht immer. Oder welchen Winkel meintest du? Wahrscheinlich den. Ja.
Pass. Das könnte der erste Sieg des heutigen Abends sein. Jetzt hast du es. Don't jinx it. ja, da war ich blöderweise noch nicht. Bleib einfach dran. Okay. Könntest ja, ich werde zerstört. Könntest du auch schön Sphinxen, indem ich es in den Rätsel packe. Oh! Jetzt habe ich Andreas' Joke erst verstanden. Nein! Egal, ich mach den noch. Das ist alles ja geplant. Schön, oh, ich hätte den fast noch gespielt. Stark! Richtig stark. Wahnsinn, jetzt drehen wir das mal um hier, so ja, sieben, Brasilien-technisch. Wir machen noch ein Tor, dann haben wir hier Barcelona-Bayern. Weil wir haben ja Brasilien schon abgefertigt. Okay, ich habe dieses eine Fußballspiel in meinem Leben gesehen, sorry. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es 8-2 oder 8-3 war. Ja, geschätzt. Boah. Ich gehe risky mit Boost holen. Ich fahr vorbei. Einer. Hin. Nein, ich dachte, ich hätte ihn. Okay, Tor. Klasse. Ah, perfekt. Für dich? Nein, aber er war leider ein bisschen zu schnell. Ja, aber immer ein bisschen angeballert. Oh, da war ich ein bisschen zu weit schon. Aber schön. In der Theorie alles sehr, sehr schön. Tu mal so, als würde ich einen Torschuss machen. Ja. Alter. Da hast du mit dem Call läuft, oder? Da hast du mich dran gekriegt, David. Und da haben wir es, das Ergebnis. Guck mal, Leute, jetzt seht ihr es. Endlich kann ich wieder lachen. Endlich bin ich wieder froh. So, wie hoch habt ihr gerade verloren? Hab ich vergessen. Verdrängt. Auch. Vielleicht können wir ja insgesamt noch das Duell entscheiden. Haben wir verloren? Ist dein Dolly schon zu Ende? Das höre ich so oft. Das soll unter uns bleiben. Aber oh Gott. Ich glaube... Was meinst du mit loben? Ich glaube, wir müssen fairerweise dazu sagen, ich vermute, das waren sehr, sehr faire Community-Mitglieder. Denn wir hatten ja gesagt, wenn ihr euch für nicht absolute Legenden haltet, versucht doch mal auch ne, erstmal das Schlechtere reinjoinen, damit gegen euch faire Gegner entstehen, was glaube ich hier der Fall war. Das heißt, für die war es jetzt ja auch scheiße. Also fühlen sich alle schlecht heute. Es fühlen sich einfach alle schlecht, das wollte ich damit sagen. Wobei ich fühle mich ein bisschen gut, weil da war zum ersten Mal diese grüne Animation gerade und ich glaube, das bedeutet was Gutes. Respekt. Absolut. Also wir beide sind so richtig. Ja. Konnten uns nicht entscheiden, sind wir von den Stühlen gerissen oder sind wir gebannt in sie hineingedrückt. Das war eine unfassbare Performance, eine Performance für die Ewigkeit. Und ich habe das Gefühl, hier ist gerade etwas passiert. Ein Knoten ist geplatzt, der Skill ist befreit und er hat sich den Raum genommen. Er ist ein gefräßiges Ungetüm, dieser Skill. Und er hat seine Opfer gefunden, namentlich Orangenbaum und Herr Bauer 96. Das war eine Demonstration eurer Stärke. Und ich kann kaum erwarten, was von diesem Zeitpunkt an noch möglich sein wird für euch. Ja, ich habe die ganze Zeit an euch geglaubt. Und würde aber, also, man könnte ja jetzt, wäre es jetzt nicht klug, jetzt aufzuhören? Ja, dass wir noch ein bisschen Sendung haben. Ja, aber mit 2 gegen 2. Alter. Ach so, damit. Ne? Ja, das ist ein bisschen unfair gegenüber Neil und die andere Person, die netterweise gerade rausgejoint waren, obwohl sie schon drin waren. Ja. Können ja auch bei 4 gegen 4 rein. Naja, können auch genau. Halt schaffen. Aber mindestens den möchte ich noch in 2 gegen 2 ermöglichen. Aber dann gegen euch am besten. Wenn ihr damit cool seid, meinetwegen, ja, weil wir sind ja gerade drin. Ach du, ich kann auch echt mal ein Spiel aussetzen. Das ist gar nicht so schlimm jetzt. Ja, sehr ehrenhaft von dir. Vielen Dank, Andreas. Und sobald schlecht das läuft, kriegst du das Pad. Hier von Andreas. Okay, du fährst ja, ne? Ja, nach rechts kommt er. Ich block ihn noch mal. Direkt das nächste Match. Ich schlage den Boost. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe das, ich war wirklich noch mal sehr auf meiner Stuhlkante die ganze Zeit. Fand das sehr, sehr spannend. Ich bin ja jetzt kein Experte für diese Sportart, aber ich freue mich da gerade extremst mit an. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bewundere Rocket Beats Spieler, weil ich bei diesem Spiel zu keinem einzigen Zeitpunkt das Gefühl habe, ja, das könnte ich auch.
die, das sieht so einfach aus, man denkt sich, ein Fußball, zwei Tore, zwei Autos, man denkt, das ist relativ überschaubar, aber man kann dieses Spiel auf eine Art und Weise beherrschen, die an Zauberei grenzt. Ja. Die, das sind wahre Worte. Die Präzision, die Antizipation, die Koordination auch mit seinen Mitspielern, das ist allerhöchstes Gaming. Und man darf sich da nicht von seinem einfachen Look und seinen leicht zu verstehenden Regeln blenden lassen. Du brauchst nicht 100.000 verschiedene Waffen, Skills, Konfigurationen, ja, um den Skill wirklich rauszuholen aus seinem Loch. Und das, was Valle und Jano da gerade gezeigt haben, das hat mich auch ein Stück weit stolz gemacht, dass sie hier die RBTV-Fahnen vertreten. Ein wunderbarer Pass, ich war nur gut. Ja, das. Ich habe halt gesehen, dass du noch weit hinten bist und dachte, ich gebe dir noch einen da hinten. Aber ja, aber eigentlich gut. Hab ich? Ja. Ah, leider nicht gut. Ja, dieses Match scheint schon wieder so spannend zu sein. 0-0, ich glaube, so lange stand die 0 noch nie. Aber ich finde das auch immer ungemein spannend, was das Team taktisch bespricht und, oh, gut, oder? Sagen wir, hören mal wieder rein. Die habe ich mir noch nicht verdient. Okay. Oh, der ist drin. Ja. Nein, okay. Oh. Sorry. Ja, ich wusste nicht, wo du bist, deswegen habe ich sicherheitshalber ja, ich meine Position im Tor eingenommen. Irgendwo zwischen Gut und Böse. Ich habe gar keinen Boost. Hey. Hast du es gerade gesagt, bevor ich den Ball berührt habe? Schön. Ja. Nee, ich habe gesehen, dass du ihn bekommen hast. Ich hatte einfach Vertrauen in mein Teammate. Und ja, sehr gutes Tor. Ja, und guck, wie nachhaltig mich das motiviert hat. Oder? Ja. Deswegen, es gibt manchmal so toxische Mates, wenn man mit Randoms zockt und ja, die verstehe ich einfach nicht. Das ist ja gar nicht nachhaltig. Nö. Also, wie, dann, meine Moral wird dann zerstört und dann spiele ich natürlich schlechter. Was glauben diese Leute, was sie bewirken? Kleiner Appell an die toxischen Leute da draußen, die einfach natürlich nicht in unserer Community sind, aber die vielleicht zuschauen. Ihr könnt hier noch richtig was über Menschlichkeit lernen. Denn wenn sich hier eins vermittelt, dann das. Ist ja auch lustig, wenn das mit einem von unseren Gegnerteams passiert, dass die sich so gegenseitig. Ja, wer weiß. Ui. Oh, jetzt ist aber wirklich hier was im Gange. Ja, wir trauen uns jetzt auch wieder mehr. Ja. Wir werden schneller, wir werden selbstbewusster. Frech ins kurze Eck da reingelümmelt. Jetzt gelingt halt auch sowas, ne? Exakt, ja. Hier, Achtung, ich versuche eine weirde Anschlussvariante. Ja, das hat gar nicht mal so gut geklappt, wie es wollte. Ich habe irgendwas gemacht, weil ich nicht wusste, wo du bist und ich war auch kommunikationsunfähig. Ja, same. Oh. Hast du? Nee, oh, okay. Ich bin sogar nicht weg. Er macht den Hals. Jetzt habe ich ihn. Oh, da bin ich leider nicht. Ist gut. Aber du wieder? Naja. Da bin ich jetzt aber. Oh nein, ich habe ja gar keinen Boost. Darauf habe ich nicht geachtet, aber irgendwas passiert trotzdem. Ich habe auch keinen Boost. Da hätte ich weiter wegstehen können. Oh, ach, du warst schon da. Ich dachte, ich spiele in die Mitte, weil du noch so mittig aussahst. Aber ich habe auch gar nichts gesagt. Ja, das ist, weil wir jetzt so konzentriert und gut dabei sind. Ja, wie gesagt, ich bin auch besser in dem Spiel, wenn ich einfach meine Schnauze halte. Oh, der kommt ja interessant. Bin schon da. Ja, sehr gut. Achso, ein Tor war, meinte ich, das hätte ich auch sagen können. Achso, ich dachte, ja, du fährst jetzt so mega aus deinem Speed heraus drauf. Aber kleines Missverständnis, den habe ich. Ah, der aber auch. Block war zu risky. Beide sind auf der Seite. Mhm. Der eine jetzt hinten, bitte. Okay, den habe ich einfach nicht kommen sehen. Ja, er hat sich dann abgesetzt.
aber immer noch die Führung. Ja. Die müssen wir jetzt aber noch die letzten 20 Sekunden behalten. Okay, ich habe ihn leider nicht getroffen. Ja, ich bleib einfach weg. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Ich nehme. Jo, sehr gut. Oh. Finally. Da war es aber noch mal spannend zum Schluss. Second win in a row. Stark. GG. Wow. Lieber Sick Action und lieber Nelda Siegen. Gut Spiel. Schau sie dir an, die beiden Gewinner. Zweimal hintereinander. Ja, stolz geschwellte Wangen werden da glänzend nach oben gezogen. Durch diesen Sieg schieben sie ihren Rekord auf 2-0. Und ich muss ja sagen, auch gerade zum Schluss dort die Heldentat, wie dort, ich glaube, es war Jano, den Ball noch gehalten hat in der letzten Sekunde. Das wäre natürlich dann der Ausgleich gewesen. Ganz stark vorne wie hinten. Und es war ein enges Match. Es war ein Match auf Augenhöhe, aber hier haben die beiden sich doch sehr, sehr stark durchgesetzt. Und ich habe wirklich das Gefühl, jetzt sind sie wirklich drin, ne? Und jetzt kann kommen, wer will. Und jetzt würde ich auch gerne noch mal die Gegner des ersten Matches sehen oder des zweiten Matches oder des dritten Matches. Das stimmt. Die gewonnen hatten, ob sie jetzt noch mal eine Chance hätten mit dem entfesselten Skill. Trotzdem danke an Nell337 und Sick Action, die hier aufrecht, aber fair verloren haben. Eine Frage an Walle und die Experten da. Was war das für eine letzte Sekunde? Bin ich kurz eingenickt oder warum hat die so lange gedauert? Ist das normal? Also die letzte Sekunde endet immer erst in dem Moment, wo der Ball dann auch das Spielfeld, also den Boden, berührt. Das bringt natürlich nochmal so ein kleines Spannungselement rein, dass man am Schluss den Ball noch lange oben halten kann, um dann doch noch auszugleichen und nicht frustriert da sitzt, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ah, okay. Mhm. Also im Grunde so wie beim Basketball so ein bisschen, oder wie? Ja, wenn der Ball in der Luft ist, dann zählt der Wurf noch. Okay. Das ist völlig korrekt. Witzig. Das war mega spannend. Das wusste ich nicht. Das hat mich gerade noch mal kurz aus der Reserve gelockt. Wie geht's weiter mit diesem großartigen Abend? Wolltest du noch eine 3 draus machen? Oder wollen wir noch mal Andreas und Felix sehen? Oder wollt ihr jetzt zu 4? Wir haben so viele Möglichkeiten. Das Leben steht uns offen. Walle, wofür entscheidest du dich? Ja, das ist ja nicht nur meine Entscheidung, aber ich würde mal in den Raum werfen, dass wir jetzt dieses 4 gegen 4 Chaos-Ding machen können. Deswegen bekommt jetzt erstmal ihr natürlich die Zugangsdaten für eine neue Lobby. Es tut mir leid, falls jetzt gerade natürlich noch Leute in der Lobby waren, die schon wieder nicht spielen konnten. Das ist einfach der Situation geschuldet, dass wir natürlich immer mal wieder neue Chancen ermöglichen wollen. Ich hoffe, ihr habt hohes Verständnis, aber ich glaube schon. Jetzt bitte jemand anders reden, weil ich muss mich kurz auf diese Lobby-Geschichte konzentrieren. Da hat Walle natürlich vollkommen recht. Und das betrifft auch, glaube ich, seinen Spielskill. Denn er hat ja eingangs gesagt, dass er relativ gut in diesem Spiel ist. Aber man muss bedenken, zumindest kenne ich das zu gut von mir, dass man immer so ein bisschen ein paar Prozent seines Skills einbußt, wenn man das Ganze jetzt plötzlich in ungewohnter Situation vor Zuschauern machen muss und im Hinterkopf auch noch den Plan der Sendung haben muss. Das noch zu Walles Verteidigung. Definitiv. Diese Verteidigung klappt. Bei anderen Situationen sah es weniger erfolgreich aus in der Vergangenheit, aber das muss man wirklich dazu sagen. Aber deswegen sind ja auch wir da, um zur Not ihm zumindest die Bürde des Moderierens abnehmen zu können, wenn wir merken, ja Mensch, da braucht er ein bisschen Unterstützung. Ich freue mich jetzt gleich sehr auf das 4 gegen 4 Match. Ich bin sehr gespannt, wie die 4 auch auf dem Feld harmonieren. Es ist immer einfacher zu zweit, sich, wenn man nur mit einem sich absprechen muss. Die Rollenverteilung ist klar, jetzt zu viert. Da muss ich eben neben dem Ballhandling eben auch die kommunikative Seite zeigen. Da wird es interessant sein, wer rotiert wie, wer zirkelt wie, wer geht nach vorne, wer sticht rein. Da gibt es ja schon auch verschiedene Dinge zu beachten bei einem 4 gegen 4. Und sie haben natürlich eigentlich einen kleinen Vorteil. Und zwar, sie sind in einem Raum, sie sitzen nebeneinander, sie kennen sich gut. Und die Community spielt im Prinzip isoliert von zu Hause, jeder für sich. Da ist es fraglich, gibt es einen Voice-Chat? Können die Leute sich überhaupt absprechen oder muss das eben alles intuitiv aus der Erfahrung heraus passieren? Also da würde ich durchaus sagen, ist es nicht chancenlos hier für unser Team Rocket Beans? Nee, das auf keinen Fall. Wir haben Run sozusagen. Aber jetzt neue Regeln. Denn würden wir euch wahrscheinlich an dieser Stelle auch
Da ist schon jemand drin. Wie kann das sein? Du hast das Passwort noch gar nicht gesagt. Genau, das ist einer unserer Community-Mods. Ach so, ich dachte, wir spielen mit einer Mod, aber du redest von einem Moderator. Jetzt war exakt, ich's. Exakt. Ah, okay. Mhm. Die Leute machen das ja ehrenamtlich und wir versuchen ihnen immer mal wieder was zurückzugeben. Und das ist natürlich auch, dass die bei solchen Spielen dann mitspielen können. Okay, vielen Dank, dein Wizard, Odo. Ja, die Lobby ist TDFS, wie immer, und dann die 3. Und das Passwort ist, ja, es ist ein, ich würde sagen, ein Fahrgerüst, das Colin auf einem Rummel mit Sicherheit schon mal bestiegen hat. Und auch da wieder ein Wort und eine Zahl. Es ist auch ein Schriftsteller, der unter anderem Picture of Dorian Gray geschrieben hat. Das höre ich gerade als Hörbuch. Das hörst du gerade als Hörbuch, ja, das ist gut. Also währenddessen. Jetzt gerade. Und die Zahl ist eine Unglückszahl. Na! Aber sie kann auch einfach eine normale Zahl sein. Man muss nicht immer Angst haben, dass sie einem Unglück bringt. Aber manchmal. Und ich weiß, ich sehe das im Chat, einige Leute wollen einfach nur das Passwort hören. Aber seien wir ehrlich, wenn ich das Passwort sage, dann ist die Chance, dass ihr reinkommt, auch nicht höher. Weil es gibt nur 4 Plätze und es gibt sicherlich viele, viele 100 Leute, die es gerade probieren. Und dann Und da sind die ersten Leute schon drin. Genau, das Spiel läuft blöderweise schon. Deswegen haben wir jetzt sozusagen ein halbes Testmatch. Das machen wir mal. Weil, ja, das ist schon seit 2 Minuten 30 am Laufen. Das ist ein bisschen blöd. Da gehen wir jetzt alle rein, oder wie? Genau, wir können alle rein. Das zählt aber noch nicht. Also an die Regie, es wird weder eine Schelle verteilt. Kleines Testmatch. Genau, kleines Testmatch, wie denn sich 4 gegen 4 spielt. Okay, Walle, du machst die ganzen Ansagen? Ich mache, Kommunikation ist ja immer so gar nicht meine Stärke. Ja. Falls ihr euch gefragt habt, was das Passwort war, nee, das war wilde 13. Und wir gucken uns jetzt noch kurz das Testmatch an. Reingeschafft haben es OMG, Dying Wizard, Odo, unser Mod. Ich brauche jetzt wieder so 2 Minuten, bis ich seine Kollegen sind. German Cappy, Wolle und Antares Daha. S4 Turniersieger. Ja, deswegen stütze ich auch gerade. Es scheint krass zu sein. Der scheint wirklich krass zu sein. Also ihr solltet auf jeden Fall versuchen, Antares aus dem Spiel zu nehmen. Vielleicht doppeln und ab und zu mal rammen, dann explodiert er ja auch. Okay, dann das nächste Passwort werden wir dann einfach vorlesen, ohne Rätsel. Dann, ich bezweifle, dass du das schaffst. Dann sind alle Rätselfreunde sicherlich sehr unzufrieden, denn wir sind ja ein Doppelstream, Rocket League und Rätselstream. Ich finde, das sollten wir so beibehalten. Man muss ja auch. Ja, aber ich mache mich sehr unbeliebt bei den Leuten da draußen. Und ich mache mich eigentlich immer sehr gerne beliebt bei den Leuten. Und sobald der kleinste Widerstand auf mich einwirkt, gebe ich klein bei. Aber es ist ja auch was dran, weil du bevorzugst ja natürlich höchst intelligente Leute, die deinen Gedankenzügen folgen können, was nicht ohne ist. Und alle Leute, die vielleicht. Nein, vielleicht soll ich aufhören zu reden. Vielleicht solltest du das machen. Ja. Also dieser Modus heißt, wenn man im normalen Matchmaking Chaos. Das ist jetzt ein Warm-Up-Match. Das ist auch ganz gut, natürlich jetzt auch für die wild zusammengewürfelte Community, dass sie sich jetzt hier auch mal ein bisschen aufeinander abstimmen können. Das ist wichtig, zu gucken, okay, wer hat wo seine Stärken, wer setzt sich wie ein. Ja, German Cappy hier, ganz stark. Wie er da noch mal das Dach gen Ball dreht und natürlich dann so den Ball in einen Winkel trifft, dass er auch reingeht. Das sind ja diese kleinen Bewegungen, ne, Dennis? Du läufst oder fährst mit Vollspeed auf den Ball, aber du musst im letzten Moment eben gucken, wie treffe ich den Ball und mit welcher Stelle. Ja, springe ich ein Stück hoch, sodass ich den Ball eher mittig treffe, dass er eben nicht zu hoch fliegt, weil so, wenn du nämlich einfach unter den Ball fährst, dann fliegt der so hoch, dass er auch über das Tor hinausfliegen kann. Sodass du dann vielleicht im letzten Moment ein kleines bisschen hochboostest, dann triffst du ihn eher in der Mitte, dann hebt er nicht so hoch ab und rollt ins Tor. Wenn man merkt, okay, der Winkel stimmt nicht, dann musst du dich im letzten Moment in der Luft noch mal drehen, dass du den Ball eben auch korrekt triffst, weil die Physik ist hier tatsächlich sehr realitätsnah hinbekommen worden. Das sind die kleinen Feinheiten, die man oft nicht sieht. Die sehen wir als erfahrene Kommentatoren natürlich sofort. Stürmer und irgendwie 2 Mittelfeldspieler, je nachdem, wie ihr Bock habt. Kleine Warmachrunde abgeschlossen. Genau, die zählte nicht.
Aber jetzt, wenn alle breit drücken und sich wieder so in die Teams versammeln, haben wir ein schönes 4 gegen 4 Match. Mal gucken, wie das läuft. Ich freue mich drauf. Da haben wir sie. Valle, Jano, Andreas und Felix jetzt gegen Antares, German Cappy, Wolle und Dying Wizard. Odo. Eben wir gerne machen. Im Testmatch konnten wir schon mal die Skills ein bisschen einschätzen. Wer möchte denn was spielen? Positionstechnisch. Ja, ich würde sagen, ich mache so eine falsche 9. Was heißt das? Ist das so wie der Triple Tornado, den Nils erfunden hat? Bestimmt. Lass uns keine komplizierten Begriffe verwenden, dann bin ich nämlich sofort raus. Also, ist jemand gut im Tor? Okay, ich mach das Tor. Ist jemand ein guter Stürmer? Okay, Jano macht den Stürmer. Wollt ihr beide Mittelfeldspieler sein? Ja, alles klar. Ja, das letzte nehme ich. Ja, das, was unglaublich, welche Bereitschaft in diesem Vierer-Team. Ja, ich glaube, ich bin vielleicht sogar besser im Bälle verteilen weiter vorne. Ich kann halt alles. Adressen. Ah ja. Deswegen suchst du ja aus, ich kann alles spielen. Ich kann gerne vorne so auf den beiden Flügeln rumwuseln und dann haben wir hier die beiden Mittelfeldspieler, die sich im Mittelfeld und im Tor abwechseln. Okay. Also im Tor schießen. Okay, ich bleib dann nämlich durchgehend im Tor. Ich hole nur ab und zu Boost, wenn. Ja, wir unser bester Mann? Nein, ja, das bin ich ja gar nicht. Stimmt. Unser zweitbester Mann? Ja, aber ja auch gut im Tor. Stimmt. Unser drittbester Mann? Gut. Ich bin dann immer ja gar nicht in vorn so ein bisschen auf den Außen. Okay, das war schon mal tolle Torleistung von mir. Okay. Ich stand da so. Ja, du studierst den Gegner schon mal. Wäre haltbar gewesen. Ich dachte, du kannst das richtig gut im Tor. Felix, war du? Ja. Macht mich hier mein eigenes Team fertig. Nee, das stimmt nicht. Sehr gut. Okay. Es hat noch schwerer Boost zu kriegen hier. Ja, true. Versucht viel über die kleinen Boosts zu gehen. Oh Mann, nee, ach, das ist nicht meine Art. Okay, ich komme jetzt über den linken Flügel mal nach vorne. Ist nicht mehr mein Abend. Ich lass ihn. Ja. Komm wieder. Durch. Ich glaube, wir kommen nie über die Flanke rein. Weil da wir müssen es einfach nur noch ein paar Mal probieren. Das klappt bestimmt. Okay. Sind halt immer 1000 Leute, ne? Scheiße, ey. Ja, natürlich. Das ist halt natürlich smart jetzt. Ein taktisches Zerstörungsding, weil du hörst natürlich den Strip. Wow. Oh, was eine, ja, genau, was wenn ich zerstört bin oder gerade einen rausgefahren habe, ist das natürlich sehr schlau, wenn jemand guckt und das Tor so weil derweil einnimmt. Okay. Ah, das läuft alles wie am Schnürchen. Mhm, Schnürchen, ne? Mhm. Oh, sehr gut, Felix. Das ist echt. Ja, das ist ja nice, jetzt diese Position inne zu haben ohne Boost. Ja, okay, ich. Oh, ist das, machst du die Tore jetzt einfach von da hinten? Oder? Nein, 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 ich wollte ihn einfach nur weit rausspielen. Och, ja, da kann ich nicht längs. Ich fange hier mal so eine kleine private Rangelei an. Wir können einfach Punkte über Zerstörungen machen. Zählt das? Leider nicht, aber wir können es gerne trotzdem versuchen. Na, schade. Oh. Ja, da hat er natürlich. Okay, ich weiß nicht mehr, ob die Torwartstrategie so schlau war. Möchtest du mal nach vorne, dann stelle ich mich da hin. Okay, ja, wir können gerne mal tauschen. Ich glaube, unser Problem ist vor allem, wir kommen von hinten nicht nach vorne. Wir stehen die ganze Zeit nur hinten reingedrückt da. Verstehe. Vielleicht müssen wir das Spiel ein bisschen breiter machen. Hätte ich jetzt draufgeschossen, weißt du? Hätte ich draufgeschossen. Schade. Okay. Ah, sorry. Ich wäre sonst da gewesen, aber ich habe mich auch nicht getraut. Ja, ich habe auch einfach ganz egoistisch allein mein Ding gemacht und nicht nach vorne und hinten, das ist rechts und links geguckt. Wichtig in diesem Modus. Was? Es geht nicht mehr als Egoismus hier. Dadurch werden die Tore gemacht. Ja, wenn man sich umschaut, dann geht einfach nur zu viel. Ah, oh, schade. Ja. Oh, Alter. Genau das nämlich. Ups, sorry. Nicht schlimm. Nee, ey.
alles noch drin. Zwei Tore schießen sich auch in 10 Sekunden. Ah. Ja, das stimmt. Scheiße, ey. Ja. Ja, ganz toll, German Cuppy. Ja, und toll. Der Skill scheint auch gut verteilt zu sein bei denen. Sehr ähnliche Punktzahlen. Jeder hat ein Tor gemacht. Also keiner, der zwei gemacht hat. Als hätten die schon mal gespielt, ne? Nein! Oh Mann, ey, ich stehe schon da. Wäre aber auch nicht gut haltbar gewesen. Der kam mit so einem Speed. Also das sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Schwierig. Naja. So, lass mal ein Tor machen. Ja, bin ich auch für. Das sehr gute jetzt Strategie. Mein Matchplan. Ja. Okay, gut. Dann müsste ich jetzt einiges umstellen in meinem Setup. Oh, wow. Erstmal eine andere Kamera einstellen. Mein ganzes Team weggerannt gerade. Oh, sorry. Alles gut. Ball geklaut. Okay. Wurde dematerialisiert. Ja, übrigens, Felix, mach, was du willst. Ich glaube, so ein fester Torwart bringt ja, ich, sowieso nichts. Ich find's auch nicht, aber... Es war eine nette Idee, aber... Also, ich habe die ganze Zeit ganz starr die Position gehalten. Ich wollte zurück und ja. Aber wisst ihr, was ich total schön finde? Wir werden jetzt einfach als großes Team gemeinschaftlich von der Community gekillt. Oh, das war schön. Ist das hier das bessere Pro-Clubs? Nee. kurze Antwort, nein. Oh. Ah. Nein. Oh ja. Der Torwart ist zurück. Oh, tut mir leid. Sorry, Felix. Tut mir leid. Ja, wir rammen uns ab und zu gegenseitig aus Versehen weg. Das ist aber auch furchtbar, wenn man in diesem Modus einfach mal abwarten will und den Ball vielleicht eine Sekunde später berühren will. Das geht ja nicht. Dann sind schon drei Leute wieder dir in den Weg gesprungen. Genau, abwarten ist hier nichts. Deswegen meinte ich auch eben, es muss alles eine Ego-Nummer sein hier. Scheiße. Und trotzdem mache ich keinen Punkt. Also ich bekomme von diesem einen Spiel schon Burnout. Es ist krank, ne? Es ist so stressig einfach. Ehrlich. Ich finde es super. Gucken, ob ich überhaupt einen Ballkontakt hatte. Ja! Ja, lustig. Glückwunsch an die Community. Sie haben es einfach geschafft, in diesem Chaos den Überblick etwas besser zu behalten. Und ich denke, am Ende sind es vielleicht auch die individuellen Qualitäten, die dann in diesem Chaos zum Schein kommen. Wir haben da einige starke Szenen gesehen, insbesondere auch von Antares Dahar oder Jamins Cuppy, die das wirklich gut gemacht haben. Und ja, man merkt auch, dass unser Team da nicht ganz so eingeübt ist. Ne? Da müsste man vielleicht noch mal zusammen auch trainieren, sich ein bisschen finden. Ja, das stimmt. Aber Respekt, wie ihr da erhobenen Hauptes untergegangen seid, jetzt wenigstens zusammen als Team. Und vielleicht müsst ihr da einfach auch noch ein bisschen Übung reinkriegen. Ich meine, es ist, wie Nils es gesagt hat. Nicht, dass die Community-Leute alle vorher geübt haben, aber ihr habt es auf jeden Fall nicht als Team geübt. Und ich glaube, wenn wir eine Show machen würden, wo ihr das machen würdet, dann wärt ihr eines Tages richtig gut. Nur nicht vielleicht heute. Aber das sage ich nur ganz ehrlich. Genau, also ich glaube auch, wenn ihr 8 Stunden am Tag, jeden Tag Rocket League spielen würdet, dann würde man auch eine Verbesserung sehen irgendwann und das könnt ihr dann ja euch überlegen, ob ihr das machen wollt. Ja, so. Denke ich auch. Dann müsst ihr mal schauen, wie euch das dann finanziert. So, wollt ihr noch mal aufs Maul kriegen? Genau, ich würde die Leute, die jetzt eben drin waren, bitten zu leaven. Aber ich glaube, das hat auch schon wunderbar geklappt, weil da müssen wir keine neue Lobby mehr machen. Dann können wir es einfach immer so durchrotieren und kommen schnell zu neuen Spielen. Und das findet genau jetzt statt. Jetzt können wir nämlich direkt, jetzt geht's weiter. Ja, Schlag auf Schlag. Stark, direkt die nächste Runde. Geschafft haben es, ins Team. Nicht. Quaschi. Doch. Rasatz, Nemesis Boss und Lex. Und Nemesis Boss. Ich weiß nicht, ob es derselbe Nemesis ist, aber dadurch, dass er auch den Clantech Yoga hat, es gibt nämlich bei den Yoga Bonitos, unserem Pro-Clubs-Team, auch einen Nemesis. Vielleicht ist er das, ich bin mir nicht sicher. Aber falls ja, können wir uns drauf gefasst machen, dass es ganz schwer wird hier.
Mit den Rocket Beans. Nein! Andreas, richtig schön verwirrt hier. Oh, guckt oh. jetzt an. Wie die und Jano! Ja. Was stark. Ist das denn? Da geht er BTV in Führung, die oder was? Die Aufmerksamkeit hat er auf sich gezogen. Nur Chaos. Schlecht stärker als manch anderer. Ja, das hat er gut gemacht. Ich weiß von Jano, dass er ein ehrgeiziger Spieler ist, der auch bereit ist, ja, private Aktivitäten zu opfern, wenn es darum geht, noch ein bisschen länger beim Training zu bleiben und einige Schüsse zu trainieren, die Physik noch besser zu studieren, Hand-Auge-Koordination zu optimieren. Und das macht sich hier bezahlt. Er ist ein Spieler, der immer wieder den Unterschied machen kann, der auch in großen Momenten sich zeigt, sich nicht versteckt. Und der eben auch in der Lage ist, ja, den jüngeren, weniger talentierten Spielern wie Andreas ein paar Tipps zu geben, sie zu führen. Ja, und eben dafür zu sorgen, dass sie da jetzt auch nicht negativ auffallen. Eine Führungsfigur. Und wir können nur hoffen, dass er uns noch lange halten bleibt. Und nicht stärkere Clans bei ihm anklopfen und ihm Angebote machen, die er nicht ablehnen kann. Deswegen war ich eher so gut vor. Ja, noch führen sie. Sie führen 1-0 durch dieses Tor, was wir sahen. Richtig. Von Jan. Oh nein! Aber Nemesis, ja, eben von mir angesprochen. Ich hätte ihn schon nehmen müssen. Er hat den Drachen auf dem Dach. Und das alleine ist schon furchteinflößend. Da weiß man, oh nein, der eine hat einen Drachen auf dem Kopf. Deck mal den mit dem Drachen auf dem Kopf. Das hat in dem Fall nicht gut funktioniert. Aber es ist alles drin, es steht 1-1, es ist eine deutliche Verbesserung zum Spiel davor. Es ist spannend und ich habe auch das Gefühl, es ist weniger Chaos. Ich habe das Gefühl, die Spieler haben mehr ihre Rollen gefunden, ihre Positionen und finden dort auch Sicherheit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Rocket Beans dieses Spiel noch gewinnt. Ich habe eher das Gefühl, dass sie die Taktik aufgegeben haben und jetzt einfach mal frei Schnauze spielen. Nicht sich irgendwelche seltsamen Taktiken ausdenken, die sich vielleicht in ein Korsett zwängen, dass sie gar nicht rein möchten, sondern jetzt spielt einfach mal alle nach ihren Stärken und wir sehen es direkt. Walle mit einem Seitzi-Pfeil-Reifschuss da rein, bam, 2-1. Ja, also das war ein überragendes Tor von Walle. Er hat sich den Ball selber vorgelegt, er kam aus der eigenen Hälfte, spielt hier Torwart, passt eben auf, dass der Kasten sauber bleibt und denkt sich dann, nein, ich muss selbst auch vorne Akzente setzen, spielt sich den Ball selbst nach vorne, fährt hinterher, geht in die Luft und packt ihn im richtigen Winkel an und schmeißt ihn in die Kiste rein. Und da sieht man einfach auch, dass der Walle, wenn er die Schnauze voll hat, und das ist schwer bei einem Mann, der so friedfertig und mit einem langlebigen Gemüt ausgestattet ist, dass dieser Mann einmal auf den Putz haut und sagt, jetzt mache ich die Scheiße eben selber. Und wenn das aber mal soweit ist, ja, dann kann das auch zu was Gutem führen, in diesem Fall zum 2-1. Ja, aber vielleicht ein guter Rocket. Das stimmt. Ja, du merkst auch, Kommunikation ist ein bisschen runtergefahren. Und vielleicht haben sie gemerkt, das brauchst gar nicht. Vielleicht sind sie einfach gut. Vielleicht müssen sie sich gar nicht gegenseitig verständigen und damit sogar auch noch ablenken. Vielleicht sollten sie einfach mal weiter nach Freischnauze spielen. Das sieht wirklich gut aus so. Das stimmt tatsächlich. Was für eine negative Energie. Ja, also sie machen jetzt natürlich ein intuitives Spiel eher, ne? Wenig Plan, aber man merkt, das hat Struktur. Da sehen wir gerade Nemesis Boss mit dem Drachen. Fährt sogar rückwärts, das kann er auch. Die letzten 90 Sekunden sind eingebrochen, 2-1, das wird eine ganz harte Nummer. Ich würde gerne mal reinhören, ob man da doch noch eine Regung aus dem Team verspürt. Ja, also das Reinhören hat sich richtig gelohnt. Da hat man gesehen, ja, wie intensiv auch hier kommuniziert wird. Das ist der Schlüssel hier zum Erfolg. Geh du dahin, ich geh hierhin. Solche Sachen müssen einfach kommen und da liefern sie einfach ab. Ja, das unterstreicht eigentlich das, was ich so ein bisschen vermute, dass es jetzt doch auf einer anderen Ebene stattfindet. Nicht mehr verbal, sondern das sind schon fast, ja, mentale Ebenen. Per Psi wird sich hier verständigt. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Da darf man sich jetzt nicht erschrecken, sonst kriegen sie alle einen Brain Freeze.
Aber noch 30 Sekunden und wenn das so weitergeht, holen sie das Ding auch noch. Dann holen sie das hier nach Hause und das wäre eine Sensation. Ob da im Trophäenschrank überhaupt noch genug Platz ist, um den Pokal unterzubringen, ich weiß es nicht. Hier nochmal ein toller Schuss und knapp gerettet. Aber der Jano. Und der Jano macht ihn rein. Eieiei. Tor des Jano. Ja. Wahnsinn. Auch der war schon gut hier, dieser Schlenzi. Wahnsinn. Dann kommt er nochmal zurück. Auch das eine Einzelleistung. Erst schlenzt er ihn mit dem rechten Vorderrad. Und dann setzt er nach gegen 4 und macht ihn rein. Überragende Aktion von Jano. Die letzten 10 Sekunden, das müssen sie nach Hause bringen. Das muss der Sieg sein. Sie lecken bereits am süßen Honig des Erfolgs. Und er bleibt auf der Zunge kleben. Niemand entreißt ihn in diesem Topf des Triumphs. Denn das Spiel ist vorbei, sobald der Ball den Boden berührt, wird abgepfiffen. Und da ist es. Und die Gewinner, die Sieger. Sehr gut, guck mal, da steht der Waller auf. Was hat er vor? Er springt wie ein junger Bock. Ja, da müssen die Emotionen raus. Das staut sich an. Diese Konzentration, diese Anspannung, sie muss aus dem Körper fahren, weichen wie ein Dämon, aber ein guter Dämon, ein Dämon des Sieges. Und der ist aus ihm herausgefahren. Zurück bleibt ein triumphales Lächeln. Und auch Andreas, er weiß nicht genau, was habe ich hier überhaupt gemacht, was ist gerade passiert, welche Farbe hatte mein Auto. Aber alle um mich herum freuen sich, also lache ich auch. Ja. Jungs, wir haben es geschafft. Ja, Wahnsinn. Die Euphorie ist kaum zu stoppen. Ich würde an dieser Stelle kurz intervenieren, bevor da noch was passiert. Aber ansonsten fragen wir doch mal, wie ist denn jetzt weiter? Weil ein Sieg nach dem anderen, so langsam macht man sich ja vielleicht auch unbeliebt. Sollten wir mal wieder die Community gewinnen lassen oder bleiben wir jetzt beim Erfolgsrezept 4 gegen 4? Und was sagt Walle, Jano, Andreas und Felix? Als ob, sage ich dazu. Als ob wir jetzt die Community gewinnen lassen. Ja, wir gerade mal einen Lauf haben. Wir sind jetzt einmal auf der Siegerstraße angekommen. Jetzt machen wir schön den Tempomat an. Ja, oder wir können die Community auch verwirren. Wir lassen sie jetzt gewinnen. Mhm. Achso, ich bin schon drin. Okay, cool. Wir tun nur so, als würden wir gewinnen. Ja, wie es aussieht, geht's direkt schon weiter. Dann würde ich sagen, geht mal wieder in den Battle-Mode. Auch Nico 4747, Obst im Haus, The Beule, Wurscht 456. Das sind die Namen der Gegner, die sich heute auf dem Feld der Träume versammelt haben, um dem Team Rocket Beans hier einen heißen Kampf zu liefern. Wir alle wissen, tja, das wird am Ende vermutlich nicht reichen, aber wir wollen trotzdem so tun, als wenn es spannend wäre, als wenn irgendein anderes Ergebnis als ein klarer Sieg für Team Rocket Beans überhaupt zur Debatte stünde. Ja, das ist der Job der Kommentatoren Dennis Richtarski und ich. Wir versuchen ihn zufriedenstellend zu erfüllen. Tja, Dennis, ja, was sagt man dazu? Ich musste gerade aufstoßen und es schmeckt nach Tzatziki. Ja, und genauso schmeckt auch dieses Gegentor. Nach altem, abgestandenen Tzatziki, zweitverwertet aus dem Rachen eines Fremden eingeatmet. Stinky Stink, oh nein, sagt man da. Und da muss doch jetzt Team Rocket Beans zurückschlagen. Da müssen sie sich einmal zusammenreißen, fast ein Eigentor. Aber Walle wuchtet seinen Körper gegen das Spielgerät, befördert es nach vorne, setzt nach. Aber der Obst im Haus, der Obst im Haus, der hat was dagegen. Er haut den Ball wieder direkt in Richtung des orangenen, des blauen Tores. Aber jetzt hier am Ball der DeLorean. Und Wurscht 456 sehen wir jetzt, wie er versucht, sich ja zu beteiligen an diesem Spiel. Er will ein Faktor sein, er will nicht länger der sein, den man nie sieht. Und das ist ihm gut gelungen. Für 3 Sekunden jetzt wieder The Boiler am Ball. Der hat gerade ja schon 5 Uhr gesorgt, treibt den Ball nach vorne und wie Jano den Ball von der Linie kratzt. Das war pure Weltklasse. Unfassbar, was wir hier sehen. Jetzt. Absolut. Und bevor du bewusstlos wärst, würde ich sagen, schauen wir mal kurz rein. Wie sieht's aus mit der Teamkommunikation? Findet sie immer noch nonverbal statt? Und achten wir mal ganz genau auf die kleinen Nuancen in ihren Gesichtern oder irgendetwas, was sie uns anbieten. Das hier? Oh, oh. Ja. Den wollte ich verteidigen, aber da war ich zu spät. Ich hatte auf Lass ihn gehört, deswegen bin ich nicht gerade. Ich habe gesagt, ich lasse ihn, weil ich keinen Boost hatte. So. Ich war zu tief einfach. Nein. Oh, Leute, ey.
Ach, Oh. Hab ihn. Ist da wer? Ist da wer? Ne, dann geh ich dahin. Okay. Oh shit. Ja, das konntest du das nicht verhindern. Nicht so nee, das konntest du einfach nicht verhindern. Hast du, komm! Nee, ich hab den niemals. Niemals. Das ist alles eine taktische Komponente, dass wir denen jetzt das Gefühl geben, sie hätten eine Chance. Ja. Wir lassen die ja gewinnen, ne? Beziehungsweise wir halten unser Wort, was wir vorher gesagt haben. Exakt. Hallo? Nein, shit. Ich hab keinen Boost, aber ich löse dich gerne ab. Achso, nee, ich kann. Oh, ich hab nur den Gegner weggerammt. Nein! Oh, ja. Sag mal. Ich war lost. Was ist denn jetzt los? Ich war einfach zu klein zum Boosten. Das ist einfach dumm, den muss ich haben. Ich war auch keine Hilfe, ich stand auch nur dahinter. Was gut. Naja. Ja, wem können wir jetzt unsere Pets geben, ist die Frage. Ja, das stimmt. Oh, es ist einfach, ey. Oh! Feeling wie im Fußballstadion. Ja, aber das macht da jetzt schon mehr Spaß als vorher, ne? Das muss man schon mal sagen. Es ist aber eher wie. Ich fahr nur dem fucking Ball hinterher, ohne Scheiß. Oh, und wenn er kommt, treffe ich nicht. Tor. Sauber. Das hast du gut gemacht. Ja, das wäre ein Tor gewesen. Das passiert mir aber auch häufig, Andreas. Also, ich fahr auch viel. Doch, ich fahr gerade nur viel hinterher und. No. Ich stand jetzt zum Beispiel im Tor, hätte reagieren können. Oh, Felix schreibt guter Schuss. Kann man auch mal Credit geben, oder nicht? Das ist unsere Community, Andreas. Die mögen mich, ich auch. Achso. Oh, dieses Zusammenspiel hier aus dem Bilderbuch. Ich hab nichts bekommen. Ich auch nicht, war auf dem Weg nach dem letzten Moment habe ich noch irgendwie. Oh, stimmt. Nur deswegen ist er hochgegangen, ne? Da war so ein Chaos, das habe ich gar nicht gesehen. Aber jetzt nachträgliche Props, danke dafür. Die Zerstörung war nicht mit eingeplant, aber ist gedankenschnell wie etwas, womit ich den Anfang dieses Satzes vergleichen könnte. Kommt er? Ja. Darf ich nicht? Oh oh. Ja, da, was macht man denn da? Ja. Ah. Sorry. Kurz ein bisschen aufgeräumt. Ja, my bad. Ich habe gerade noch mal ein bisschen gebraucht, um diesen Blick zu verarbeiten, den ich bekommen habe. Was da alles drin lag. Enttäuschung. Man darf nicht vergessen, ich habe mich heute proaktiv dafür entschieden, statt einfach zu Hause einen chilligen Abend zu haben. Wenn man denkt, du wärst schon ganz unten in deinem Motivationsloch, dann von irgendwo holst du immer noch eine Schaufel oder einen Löffel hervor und gräbst weiter und weiter. Ey, es ist doch einfach. Ich hätte jetzt einfach zu Hause mit Valentin privat Rocket League spielen können. Nee, ich musste in jedem Fall diese Sendung machen. Stimmt. Aber deswegen, ich rechne dir das hoch an. Also eigentlich habe ich dich ja gezwungen, kann man fast schon sagen. Oh Gott. Schaffen wir noch. Komm. Easy. Einmal anpacken. Wir können noch 10 Sekunden schäden und dann müssen wir in 16 Sekunden 7 Tore machen. Oh, siehst du? Schade. Oh, was ist denn da passiert? Schützenhilfe. Angetäuscht. Stark.
Ich hätte halt direkt drauf schießen können, aber es ist nur durch das da noch reingegangen. Stark. Haben wir Nico in der Firma, der hier noch irgendwie reingekommen ist zum Sabotieren? Nee, ich glaube gerade kein aktiver Nico am Start. Nee. Ich hoffe, es gibt jetzt keine traurige Seele. Macht den in die Mitte und... Schade. Da noch ein Jano-Tor. Hurra. Wunderschön. Das sind meine Lieblingstore. Ja. Ich finde die auch ganz geil. Ja, aber nur weil du den hier so schön hochgeflutscht hast. Ja, schön. Gar nicht mehr so großer Abstand am Ende, wie ich zunächst gedacht hatte. Wir können ihn noch kürzer machen. Wir können ihn noch kürzer machen, tatsächlich. Das wäre so lustig gewesen, wäre der bei uns reingegangen. Kann ja noch. Ich muss sagen, aus Gag wollte ich ihn gerade noch bei uns reingegangen. Tja, nun. Okay, geil. Es kann nicht immer Feiertag sein. Manchmal wird man auch in die Schranken gewiesen und die Euphorieblase platzt wie ein prall gefüllter Luftballon. Ohne Knall, aber mit einem langsamen Entweichen der Luft. Ja. Wenn ihr dabei zuschaut und sich denkt, oh, das ist dauert echt lange und 7:3, 3 Tore von Beule, 3 von Nico. Und eins von Worscht. Obst im Haus hat sich mehr auf das taktische Defensivspielen konzentriert, schätze ich mal. Eine Vorlage hat er auch rausgehauen. Ansonsten in unserem Team Jano mit einem Tor, Wanne mit 2. Andreas und Felix zeichnen sich auch eher durch die Defensivarbeit aus. Wo habe ich denn die 5 Paraden her? Ja, wo habe ich die 5 Paraden her, fragt sich Jano. Scheint da eine Paradedisziplin zu sein. Ja, GG Community muss man da an der Stelle natürlich auch einfach mal nochmal sagen. Die waren gut, ne? Die waren auch auf jeden Fall ganz gut. The Beule, schreibt doch mal bitte im Chat, woher kennen wir uns denn noch? Oh Gott. Habe Angst vor der Antwort. Nein, ich erkenne alle Usernames wieder, da brauche ich die Frage nicht stellen. Und ihn erkenne ich auch, aber ich weiß nicht mehr, mit welchem Kontext. Das will ich jetzt einfach wissen. Sonst kennt ihr das manchmal, will man was wissen. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man nicht schlafen gehen. So, rein da jetzt. Blau, wir fighten weiter. Wir sind alle rausgeflogen. Ne? Alle rausgeflogen. Beginnt direkt. Du spielen mit Scape. Du hast den One-Man-Army-Knopf gedrückt. Balle macht Kurosu und Left raus? For Brad. Ich habe das nicht freiwillig entschieden, glaube ich. Okay, nee. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Insbesondere Left for Brad ist für mich einer der großen Akteure dieses Sports. Er ist im Prinzip seit Release dabei. In der E-Sport-Szene nennt man ihn auch Left for Brad. Und ja, dann haben wir natürlich hier noch Scape, der mit seinem wahnwitzigen Flitzer hier auch natürlich rein optisch ein Spektakel ist. Aber ob das diese alten Herren noch mal schaffen können, hier ihre Performance abzurufen. Wenn wir mal hier aufs Roster gucken. Jungs, wie sieht's aus mit dem Join? Habt ihr keine Lust mehr? Habt ihr mitbekommen, was hier passiert ist? Nein, nee, deswegen. Wir haben es auch nicht gecheckt, aber die Rocket League-Server haben uns rausgeschmissen, zumindest die anderen drei. Das ist natürlich verständlich, weil nur ein gewisses Maß an Skill kann ein Server heutzutage verarbeiten. Soweit sind wir als Menschheit einfach nicht, dass die Technik das verkraften könnte. Dementsprechend würde ich vorschlagen, wir starten das gesamte Internet einmal neu. Liebe Zuschauer, es tut uns leid, unterbrechen Sie kurz Ihr Telefongespräch, beziehungsweise wir unterbrechen das für Sie und auch alle anderen Konnektionen. Aber dann geht's gleich weiter. Und zwar mit Rocket League 4 gegen 4. Vielleicht, ich schätze mal, wir müssen einen neuen Server aufsetzen. Vielleicht wurden Felix und ich auch wegen Inaktivität gelöscht. Kann das passiert sein? Maybe. Naja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eher im Spectator-Modus unterwegs bin. Das sind so schnell bei 4 gegen 4. Und das spielen ja Profis auch nicht 4 gegen 4. Oder ist so ein bisschen verpönt in der Community? Ja, aber ich glaube, du bist auch mehr so ein visueller Typ und willst das Geschehen einfach schön einfangen und konservieren und unseren Zuschauern das bestmögliche Produkt liefern. So macht man das ja in der Showredaktion. Du willst einfach ein schönes Produkt schaffen. Aha. Und ob das klappt, das kann man ja im Chat nachlesen.
Ja, schauen wir doch mal da rein. Ihr habt jetzt übrigens die Login-Daten, das heißt, ich kann mal genüsslich gucken, was ihr da draußen so schreibt, ob ihr uns disst, ob ihr uns liebt und woher ich The Beule nun kenne. Die Beule hat übrigens geschrieben, dass sie dich aus Trackmania kennt. Ist das nicht mal eine Idee für Tag der freien Schelle? Jetzt hier keine Sachen raushauen, auf die wir uns committen müssten, die dann am Ende vielleicht nicht passieren. Aber natürlich, jedes Game is possible. Aber jetzt habe ich es wieder. Stimmt, Trackmania. Ja, ja. Sehr gut. Vielen Dank, Felix, weil ich habe das überlesen. Schön, dich wiederzusehen. Ich finde es witzig, dass du so viele Autospiele spielst, weil du so null der Autofahrtyp bist privat. Habe ich dir noch nie meinen nicen BMW gezeigt? Doch, den ich immer so wasche vor der Firma. Wo die Rocker ausgestiegen sind. Ja, ja, genau, der. Nee, tatsächlich, ich habe gar nichts mit Autos am Hut im Real Life, also mit echten Autos. Aber irgendwie diese Spiele, die haben so was Flinkes, Skill-basiertes und das liegt halt einfach in, wurde mir in die Wiege gelegt und deswegen muss ich natürlich auch diese Spiele dann spielen. Nee, ich weiß auch nicht. Das ist ein grober Zufall. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Ja. Okay, ihr seid tatsächlich am Start. Ja. Dann kann Nils ein Rätsel droppen. Ja, also, ich habe mich natürlich jetzt schon sehr bemüht in meinem Gehirn, um dort ein passendes Rätsel zu finden. Und ja, die Lobby heißt. Hast du es nicht? Nein. FS4 natürlich. Und jetzt kommt ein sehr schwieriges Rätsel. Und zwar, ich hatte euch ja versprochen, es gibt noch ein richtig schwieriges Rätsel. Pass auf. Stellt euch Eisenbahnliebe vor. Und wenn ihr dieses Wort Eisenbahnliebe nehmen würdet und ihr würdet dort überhaupt nichts verändern, ja, dann könntet ihr eventuell beitreten bei dieser Lobby. Ist es klar oder soll ich das ein bisschen besser umschreiben? Naja, bis auf den Teil des Wortes, zu dem du nicht fähig bist, groß schreiben. Am Anfang. Ja, gut. Man muss natürlich das E und das L dann auch groß schreiben. Sind drin. Aber das ist ja auch selbsterklärend. Okay. Ja, cool. Gut das gemacht. Warnes Rätsel. Herr BDV. Ich hab's noch nicht raus. Ja, sind schon alle drin? Ja. Nicht schlecht. Server läuft. Brock Lee 2091.3 ist drin. Aber ich finde. For Brad wieder Duke Skywalker und Colophonius. Let's go. Ich finde, jetzt könnte man das Passwort aber auch verraten für die, die dann später noch joinen wollen. Oh, 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 ich fliege aber unbewusst. Einer. Ja, wir waren eine Gemeinschaftsleistung, wobei du früher geschaltet hast. Aber wir haben noch keine Gänge. Ja, das sieht gut aus. Felix, ich fand das übrigens sehr schön, wie unsere nonverbale Kommunikation zum Anstoß nicht funktioniert hat. Wir haben kommuniziert? What? Also du hast mich angeguckt, du bist dann stehen geblieben. Ich dachte, das war dein Ich-soll-schießen-Blick. Aber ich habe mich geweigert, das zu tun und du dich auch. Ach so. Das ist ja unglaublich. Sie war so nonverbal, dass ich sie nicht mitbekommen habe. So? Ah, fuck! Schade, schade. War schön. Gut gehauen. Oh, wie er mich ausgespielt hat. Aber ja, du war da. Er wäre auch nicht da. Nee. Frühzeitig abgebremst, weil ich gesehen habe, dass da nichts passiert. Aber die Lorbeeren behalte ich trotzdem. Schön. Sorry. Sehe ich nicht hin. Ich mag es auch, dass es nie bei einem Crash bleibt. Wenn einem einer ins Auto reinfällt, kann man sich sicher sein, dass man noch zweimal auf dem Weg woanders hingeschlagen wird. Stimmt. Hm. Achtung, der kommt direkt. Ja, oder nicht? Schön, Felix. Ich habe auch was gemacht, ja. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Gegner. Alter, was schön. Für eine. Das war einfach. Das war ja wie gemalt. Richtig stabil. Die sind fusioniert irgendwie davor. Guck dir das an. Das ist ja unglaublich. Ich habe die Welt kurz aus deinen Augen gesehen. Aber hier auch Andreas mit so einem Flugschuss vorher. Ja, das war schon geil. Aber wie stark, Jan. Ja, wirklich. Also nonverbal, ne? Aber ja, bleib ruhig auf mir. Nee, war schon richtig Regie. Ja. Das war ich.
Ah. Oh, da war jemand hinter mir, sorry. Oh oh. So, jetzt bin ich wieder zu 300% motiviert. Sehr gut. Boah, jetzt noch ein Lolli und da gibt's gar keinen Halten mehr. Boah, was anderes. Wer? Freiwillige vor. Hallo. Okay, sorry. Still. Janu kann ich's befehlen, aber der Rest? Da war ich gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. So, den holen wir jetzt hier. Wie wir alle da rumstehen. Au. Den hab ich. Ah, fuck! Sorry, ich bin schon gejumpt, da hast du es gesagt. Sorry. Dann wäre er. Na gut. Den hab ich aber. Ja, sauber. Und der ist drin! Oh, oh Scheiße! War leider gut gedefft. Es liegt in der Luft. Kommt schon! Nein! Wo fliege ich denn hin? Ah, das war nicht so gut, aber schnappt ihn euch! Oh, stark! Nein! Nein! Boah, den hätte ich. Den hätte ich eigentlich haben können, Mann! Das ist aber auch frustrierend alles. Steht 1-1, Leute. Alles gut. Nur 1-1. Ja, da ist alles drin. Deswegen bist du so ausgeglichen. So, kommt schon, da geht was. Das spürt ihr alle. Hier findet sich gerade ein Team. Schön. Ups. Ich kann dich nochmal. Schade. Ich mach's trotzdem. Den kriege ich nicht. Oh. Ah. Nice. Sorry. Sorry. Nee, ich habe mich da sehr uncool gedrängt und mach's einfach nochmal. Kein Boost. Oh, sorry, ich habe dir das mega kaputt gemacht. Leider kein Boost. Zerstört, irgendjemand findet es funny, hier die ganze Zeit zu zerstören. No. Nein! Oh, nice. Ist zwar legitim, aber not funny. Nein, Janu. Hä, das war krass. Nee. Doch, war nicht mal da. Mm-mm. Nee. Sehe ich nicht so. Ey. Der ist mir gegen das Auto gefahren. Darf man das? Nee, ist ein Foul. Das ahnten wir nach dem Spiel. Oh. Verlängerung, Leute. Wir sind mental stark. Oh, erste Overtime des Abends. Na, ja, lass uns ganz kurz das 2-1 abwarten. Lalli, den hätte ich gehabt. Okay. Ei, ei, ei. Let's go. Schön. Kommt schon. Ach, wie konnte ich nicht da vorbeifliegen? Oh, ich hätte den gehabt. Schade. Oh, sorry. Nee, nicht schlimm. Weil, ich meine, das bin nur ich. Hey, was soll das denn heißen? Also, du bist wirklich der Beste im sich selber runterbuttern. Nee, das stimmt nicht. Ich bin ein Hammer-Typ. Nur halt nicht bei diesem Spiel. Komplett verzerrt. Das waren die Caster drüber, hab ich. So, ja. So. Nein! Nein! Oh. Help me. Nein! Du hast keine. Oh, das wäre so schön gewesen. Ja, das ist. Oh, wir sind zu zweit angeflogen. Lass den doch mal, wie hat er das Ding gemacht? No, ja, wir sehen nicht. Natürlich. Einfach nur unsympathisch. Schade. Ja, GG. GG. Tja, Golden Goal war das. Leider. Für die Community, aber für die freuen wir uns natürlich auch. Wir sind als neutrale Moderatoren hier eingesetzt worden und als solche wollen wir natürlich dieses Ergebnis
dementsprechend unparteiisch einordnen. Die Community war in diesem Fall einfach ein Tor besser. Und man hat auch am Ende gesehen, sie wollten es mehr. Da waren wirklich 4 Autos der Community vorne mit dabei. 3 Ballkontakte nacheinander, ohne dass Rocket Beans da irgendwie intervenieren konnte. Und daher war dieser Treffer auch ein Sieg ein Sieg des Ehrgeizes und des kollektiven Gewinnenwollens. Und ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Was euch wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, ist, dass Andreas sein absolut stärkstes Spiel des Abends hatte, indem er quasi alles überflügelt hat. Das muss man einfach mal hier kurz anmerken. Guckt euch das Scoreboard doch an. Ach, hört auf. Nur weil ich dich da gerade noch mal drauf hingewiesen habe, ist doch das jetzt nicht notwendig gewesen, das zu erwähnen. 2 Schüsse hier von Andreas, eine Vorlage auch, die er gegeben hat. Das war vielleicht so ein bisschen auch der Durchbruch. Ja, ja. Ah, okay. Ich dachte, das Beste von Andreas wäre der Ping in dieser Statistik. Okay, weiter geht's. Also, Season 13 Grand Champion muss das sein. Wir haben noch einmal 14, nochmal die aktuellere Version. Ach so, ja dann. Grand Champions, Stück. Das muss tatsächlich nicht unbedingt was heißen. Nee, genau. Was muss man denn machen, um Grand Champion zu werden? Vielleicht könnt ihr uns das mal erklären. Das ist die letzte Liga, dann ist man quasi offiziell der oder die Beste. Aber da man das in allem Möglichen sein kann, sehen wir nicht, worin sie jetzt Grand Champion sind, in welchem Modus. Das ist true, ja. Und deshalb sind sie vielleicht bei 4 gegen 4. Wie viele Grand Champions gibt's denn im Jahr? Einen? Oder ich habe das Gefühl, da gibt's mehrere. Können wir euch das nach der Runde erklären? Ja, gerne. Das ist alles ausführlich nach der Runde. Nach der Runde gibt's neue Gegner, da interessiert es niemanden mehr. Die Zuschauer wollen das jetzt wissen. Ich sag einfach mal, was ich glaube. Und wenn das falsch ist, sagt ihr falsch. Und dann sage ich was anderes dran, bis ich es richtig hab. Ich schätze mal, es gibt eine Art Ligensystem. Und wenn man in der höchsten Liga die Titel holt, dann wird man Grand Champion. Und dementsprechend gibt es quasi unendlich viele Grand Champions, die die Chance haben, das zu erreichen. Aber wie viele gibt es? Ist unterschiedlich. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. Ich hätte gehofft, da kommt vielleicht noch mal eine Antwort zu. Vielleicht ist das auch völliger Quatsch. Wie machen wir? Aber ich scheiße. Die sind zu konzentriert, sie können da auch gar nicht drauf eingehen. Nee, finde ich auch gut. Ich will jetzt, dass sie sich richtig reinbeißen, denn wie wir mal wieder sehen, ist die Community besser, als zumindest Walle erwartet hat. Und der soll sich jetzt mal richtig konzentrieren. Der hat eben ganz gut abgeliefert. Ja. Aber unerreicht bis jetzt tatsächlich Jano. Hast du gesehen? Das war knapp. Das war knapp, das wäre fast das Tor für Rocket Beans. Oh Mann. Aber der Test sagt, ich bin's nicht. Lull. Oh oh. Schön. Oh Mann. Er kommt in die Mitte. Oh. Hab ich. Schön. Stark. Nee, keine Chance. Nope. Schon. Einfach nur weg. Ah, oh, ich komm nicht ran. Oh, Jesus. Ups, da habe ich kurz angetäuscht. Oh, okay. Habe ich nicht bekommen, sorry. Oh, das war nicht gut, aber einer von uns. Schön. Nee, ich komme bloß nicht rein. Roll mal die Autos ab hier. Oh, what happened there? Kleine Runde Pinball. Oh, oh zum guck, der war schön. Scheiße. Ich passe. Na. Wie, nicht gut. Kannst du jetzt nicht aufgeben. Leider nicht gut. Lange 0-0 hier. Krasses Game. Sehr ausgeglichen. Das darfst du nicht sagen in so einer Spielsituation. Das stimmt natürlich. Oh, aber da kommst du hier. Oh, komm. Ich hab keinen Boost, ich kann nur nerven. Oh, sorry. Oh, nee, mein Spieler. Sorry, ich wollte den nur kurz reinmachen. Und jetzt habe ich endlich Boost. Für alle, die es interessiert, wie sich das entwickelt hat bei mir. Danke fürs Update. Yay! Für ein Ding kannst du auch meinen. Heißt das, mein Newsfeed abonnieren? Deine Instagram-Story? Scheiße. Oh, ich aber noch nichts ist gelaufen hier. Nicht die Moral sinken lassen.
Felix, die Info kommt jetzt ein bisschen spät. Wir machen das. Ja, das läuft noch. Da ist noch was drin. Felix braucht einen Boost. Sorry, Rocket League Humor. Oh, 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 sorry, oh. Sorry. Hey! Ich dachte, du hättest keinen Boost. Ich wollte da gerade so längst, ne? War ich gut. Oh, sorry. Oh, Leute, nobody is here. Oh, komm schon. Das sind ja so die Situationen, ne? Dieses Rumgestochen, das mag ich ja. Ich wurde ein bisschen durch die Gegend geschossen. Ah! Ah, ich hab ihn nicht. Sehr schön. Nee, den hat er direkt wieder. Ah, wie konnte ich den denn missen? Schön. Es kann doch nicht sein, dass egal wo man hinfährt, einfach kein Boost ist. Ja, oh, das ist wirklich stressig bei Chaos. Endlich. Oh, no. Nee. Ach, shit. Oh, sorry, ich nicht. Ich steh frei. Ach, Mann. So, jetzt Abpraller rein da. Was hast du gesagt? Rein einfach. Ach so. Tor schießen. Entschuldigung, das hatte ich nicht gehört. Ja. Dementsprechend ist er jetzt nicht drin. Habe ich noch nie gemacht. Komm, jetzt noch ein schnelles. Schnelles? Oh, heiß, die Pille. Oh. Oh, schade. Knapp. Ja. Aber das waren Grand Champions, dann sind wir doch mindestens auch Champions. Das finde ich auch, ja. Eine starke Saison. Ja, was willst du machen, wenn du zwei Grand Champions als Gegner hast? Dennoch, finde ich, hat sich Team Rocket Beans wacker geschlagen, ist tapfer geblieben im Angesicht dieser Skill-Übermacht. Und da gehen sie erhobener Motorhaube hinaus. Ja, aber trotzdem ausgeglichen. Wenn wir die Punktzahl anschauen, sehen wir, dass nicht jeder Grand Champion gleich Grand ist. Wir haben da Netsur mit 390 und auf fast ähnlichem Level Walle. Jano hat diesmal ein bisschen enttäuscht. Der war ja sonst immer ziemlich weit vorne. Felix und Andreas wieder weiterhin mit ausgezeichneter Defensivarbeit. Deswegen nur ein Gegentor. Aber das Gegnerteam ausgeglichen, alle im dreistelligen Punktbereich. Ja, insgesamt ist es dann ein 1-0. Aber für mich eine ziemlich knappe Nummer. Und ganz ehrlich, für mich auch das beste Spiel des Abends. Weil gegen zwei Grand Champions nur 1-0 zu verlieren, das macht man in der Regel auch selten. Das ist natürlich richtig. Natürlich an. Aber wie ist denn, habt ihr beide die Stimmung im Chat so ein bisschen im Blick gehabt? Was wollen die denn? Wollen die weiter 4 gegen 4 spielen? Sind alle happy oder ist auch Bedarf nach irgendwelchen anderen Modi? Nicht, weil ich jetzt dagegen bin, weil wer weiß, man hat ja viele Möglichkeiten in Rocket League, was noch so gewünscht wird. Bei mir im Chat steht, die wollen alle World of Tanks sehen. Das kann ich mir vorstellen. Nein, also der Chat meldet sich jetzt gerade zu Wort und dort sind tatsächlich die Meinungen gemischt. Viele sagen, das ist super so, andere sagen, 2 gegen 2 ist besser. Wiederum andere sagen, 3 gegen 3 wäre doch auch mal interessant. Von daher würde ich vorschlagen, machen wir das doch so, wie wir wollen. Wir machen eine neue Lobby und bleiben beim 4 gegen 4. Oh Mann, ey. Mein Fehler. Das stimmt natürlich. Ich erkläre aber ganz kurz trotzdem das Ranking-System, weil ja eben sich die Frage gestellt wurde, wie viel Grand Champion gibt es? Eine genaue Zahl habe ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall die Ranks. Bronze, Silber, Gold, Platinum, Diamant, etwas, was ich nicht benennen kann und dann kommt Champion, dann sowas Neues, Rotes und dann glaube ich, früher hieß das Grand Champion. Heute heißt es Supersonic Superdude oder so. Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Genau, und alles das, was ich gerade vorgetragen habe, ist nochmal in 3 Unterligen unterteilt. Außer die allerletzte Liga. Jetzt wissen wir nun nicht, da früher Grand Champion quasi die letzte Liga, die nicht in 3 unterteilt waren, also die alleroberste. Yes. Scheiße. Die heißt jetzt ja anders. Das heißt, Grand Champion müsste aus der alten Zeit sein. Also war damals schon ganz schön krass. Ich hoffe, das hat geholfen. Ich hoffe, das war nicht verwirrend. Guckt euch ein Google-Bild an. Viel zu unsexy, die Antwort, um sie sich einzubringen. Ja, es ging hier um knallharte Informationen und nicht um Sexiness. Coolness kann ich ja noch, ne? Aber jetzt willst du noch was Hottes. Irgendwo hört's auch auf. Wir haben neue Herausforderer. Showtimey. Okay. Hannes der Haarige, Irma, die Spike und Serdner, die Ace. Führen 1-0.
Jemand hat seinen Satz gerade begonnen mit, ich fand, als du. Ja, ich war einfach kurz verwirrt und habe aufgehört zu reden. Das ist ganz normal in der Live-Situation. Das ist komplett normal, aber... Nein. Oh Mann, ey, Hannes so. Der Haarige. Sieht sich Hannes jetzt plötzlich in der Community oder was? Der kann auch mal wieder für die Kamera. Der ist aber nicht haarig. Ja, nicht auf dem Kopf, aber wer weiß wo sonst. Da auch nicht. Hast du schon mal abgecheckt? Ja. Okay. Hast du die Dusche von dem sauber gemacht? Nee, du warst bei den Toilettendrehs dabei. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Das stimmt sogar. Ich habe wirklich mal in der Folge Creative Clash mitgedreht. Ja. Aber ich bin lost. Oh, starke. Ja, mehr kann ich nicht machen, Leute. Ja, aber das müssen wir uns mal ganz kurz hier in der Slow-Mo-Wiederholung angucken. Ich hätte ihn gehabt, wenn ich nicht einmal so komisch gebounced wäre. Das sieht man nicht. Ach doch, Jan ist auf mir gelandet. Darf ich nochmal so? Das kannst du natürlich nicht wissen. Nicht beeinflussen, aber es ist halt doof gelaufen. Ich konnte es durch meine Tränen leider gerade nicht erkennen. Ja, 3-0. Egal, hier geht noch was. Ich fände ja schön, wenn das letzte Spiel des Abends mit einem Win enden würde. Es kann doch nicht sein, dass wir uns nur gegen die Champions motivieren können. Ja. Oder? Wir müssen doch auch mal gegen die niedrigklassigeren Spieler die Leistung abrufen. Finde ich auch, ja. Immer nur dieses, wenn der FC Bayern gegen uns spielt, dann sind wir bis in die Haarspitzen motiviert. Ja, 0-4, ey. Was wir natürlich zum Schluss noch machen könnten, aber ich vermute, dass 99% der Teilnehmer hier gar keinen Bock darauf haben, dass jeder noch mal ein One-on-One gegen die Community spielt. Gegen wen? Gegen dich? Oh ja. Nee, jeder einmal gegen die Community. Klingt super. Oh, sorry. Irgendwie habe ich geahnt, dass... Wir bleiben jetzt hier beim 4-4. Okay. Also wirklich. Was denn nun noch? Einer blind, der andere fährt. Was kommt denn jetzt noch? Schön. Danke. Ja, so ein Blind Run. Das wäre doch noch was. Das ist echt, ey. Wenn ich unsere Goggly Eyes Brille schon wieder irgendwo sehe, dann weiß ich, es ist wieder irgendein Format geplant. Oder Zugzwang. Aber dann hält die Community auch blind. Das können wir ja fantastisch überprüfen. Boah, ich wollte was Cooles. Also ich sehe hier noch keinen Grund zum Aufgeben. Nee. Nö, das hat auch niemand gesagt. Jetzt mache ich ein Tor. Ich wollte nur ein bisschen Abwechslung in die Kiste reinbringen. Ach komm. Der Abwechslung in der Kiste. Was? Wir sitzen es jetzt hier schön aus und holen noch ein, zwei Siege auf dem Weg. Aber lass uns kurz einen Blick aufs 0-5 werfen. Ja, ich wollte noch mal so ganz forcierend reinbringen. Wir haben auch schon Spaß, oder? Ja. Wir haben schon Spaß. Oh. Ich wusste nicht, wie ich das anders zum Ausdruck bringen soll. Wir sehen mich einfach gerade freu. Ich musste einfach, alles in mir wollte diesen Knopf drücken. Ja. Natürlich. Ja. Hört auf, euch anzugucken. Okay. Kein Augen geradeaus ist jetzt die Devise. Keiner guckt hier irgendwen an. Ja, ich gucke euch generell nicht so gern an, weil das ist, endet immer in Awkwardness. Das stimmt. Aber nur, weil du nicht aufhören kannst, dann einfach mal weggucken. So, 0-5 kommt. Hier ist noch Feuer drin, auf der Seite vom gegnerischen Team. Ich spiele aber auch, gefühlt gar nicht mehr mit. Nee, same. Spielt irgendwer von uns noch? Ja, ich spiele jetzt mit, seit die Kommentatoren jedes Mal die Punktetafel analysieren. Ach so. Denke ich, das kann ich mir nicht geben. Das ist gut. Du, irgendeine Motivation braucht man. Ja, weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Sorry, ich habe beide Torwerte weggerammt. Und niemand kann was machen dann. Und dann kommt Serrano. Platz da. Hier kommt Walle. Ein Trauerspiel. Wir hätten auf dem Höhepunkt aufhören sollen, aber das ist so schwer als Sportler, ne? Nach der Anmoderation. Weiß nicht, die war nicht so gut. Eine Minute, hier geht noch was. 0-6. Ey! Nee, ich finde auch, wir lassen uns zu sehr von den Tiefen dominieren. Da waren auch ganz viele tolle Peaks dabei. Die Höhen waren unglaublich heute. Oh, yes! 50 schön. Punkte. Ha, vorbeigezogen an Felix mit der Parade. Ey, ich habe auch schon geguckt. Oh, sorry. Das Problem ist nur, dass durch dieses Format von alleine vorprogrammierte, verzerrte Bild von uns selbst und dem, was wir hier erreichen können. Wieso? Es heißt Tag der freien Schelle, nicht für wen? Ja, das ist korrekt.
Dann. Oh nein. Lasse ich das jetzt einfach da noch mehr zu sagen. Oh shit! Tut mir leid. Das war ich so ein bisschen. Aber es würde Druck aus der Sache nehmen, wenn wir es einfach benennen in Schlag RBTV. Oder sowas. Also sowas, wo das der Ausgang schon vorher klar ist. Wenn wir dann nämlich gewinnen. Also du meinst wie Schlag den Raab oder was? Ja, stimmt, das war noch cool, weil der halt eigentlich oft gewonnen hat. Ja, ich. Ja. Nee, okay, doch, so heißt das jetzt doch nicht. GG, was soll ich sagen? Gut gespielt, tolle Autos, wie Andreas sagen würde. Oh, danke, wir kriegen namenlose Gummibärchen, vielen Dank. Für mich lieber wetten, das. Namenlose Gummibärchen. Wie man? Tja, also jetzt können wir ruhig mal wieder die Punkte analysieren, finde ich. Ja, da sind ja nicht viele. Ach so. Andreas mit drei Paraden hier. Doch, schiebt sich, würde ich sagen, mit dieser Defensivleistung ganz weit nach oben in der Rocket Beans internen Skill-Tabelle. Lässt hier Walle und Felix doch weit hinter sich, 195 Punkte in Summe. Und das war ein überragendes Spiel. Und Andreas knüpft also nahtlos an den Aufwärtstrend an, den er mit dem letzten Spiel eingeläutet hat. Und vielleicht schlummert da doch ein weitaus größeres Talent in diesem jungen Mann als viele, ja, wenn nicht zu sagen alle, vermutet haben. Tja, ob das ein zweimaliger Ausrutscher war, ob dieser Trend schon beim nächsten Spiel beendet wird oder ob er seine Fortsetzung findet, vielleicht auch mal in einem Torerfolg, das wäre ihm zu gönnen, diesem Mann, der so viel Zeit seines Lebens, so viel Leidenschaft und Liebe in dieses Spiel versenkt, als wäre er ein Containerschiff, was Giftmüll entsorgen muss, immer rein damit. Das ist sein Motto. Tja, und ich würde sagen, wir machen direkt das nächste Spiel. Die Lobby ist voll. Wir begrüßen Dark Psycho King, Gunfighter 007, der für den Clan One hier antritt. Polyxo vom Clan TS und Squanchy von den Nanis. Tja, damit bekommen es unsere Rocket Beans zu tun. Dennis, wie analysierst du diese Stärkeverhältnisse? Empfang. Naja, es steht direkt 1-0. Ja. Hoffen wir, dass das an der Frequenz so nicht weitergeht. Ansonsten wird es die dickste Packung des Abends und davon haben wir schon einige gekriegt. Wobei, ich glaube, drei Siege hat Team Rocket Beans schon verzeichnen können. Aber als Vierer-Team waren sie bis jetzt noch nicht so erfolgreich. Aber wie du gerade sagtest, da schlummern noch ein paar Potenziale, die nur noch ausgebaut werden müssen. Ich warte tatsächlich immer noch, dass der Andreas in die zweite Form wechselt und dann richtig rausholt. Das gleiche gilt für Felix. Und ich bin gespannt, was das für eine Packung wird. Wenn er den TV-Sendeplan verlinkt hat, habe ich gedacht, nee, den Repost kriegst du nicht. Das soll heute keiner sehen. Ist auch immer so ein guter Reminder, dass man on air ist. Für dich ja, ne? Aktuell auf jeden Fall. Oh-oh. Da flieg ich hin. Schade. Oh, tut mir leid. Ja. Nö, voll okay. Ja. Scheiße, kommt schon, Leute. Ja. Ich dreh mich nur im Kreis jetzt. Ja, ich auch. Aber ich mag deine Energie, Andreas. Mach weiter damit. Naja, das stachelt er natürlich komplett an. Oh, wer hat denn der den genommen? Und um die noch zu befeuern, möchte ich auch ganz kurz aus dem Chat zitieren. Ja, es war schwierig, gleichzeitig zu spielen und zu chatten. Wo ist denn jetzt dieser Kommentar hin? Ach, egal, jemand hat, ich kann den Username nicht mehr mit einbringen, aber ich weiß natürlich noch den Inhalt, jemand hat gesagt, warum hat eigentlich Andreas nicht bei der Gamevasion Rocket League gespielt? Ach, genau, das frage ich mich nämlich auch. Es scheint offensichtlich jemand aus Spandau zu sein, der danach fragt. So, komm, 0-2, ey. Gegen solche Lullis oder was? Ist das euer Ernst? Ihr Pro, das stimmt natürlich. Das sind Grand Champions, das lasst ihr auf euch sitzen. Oh ja, die haben uns damals geschlagen, weil nur zwei. Come on. Wie sieht das denn mal gerade in den Punkten aus? Weiß ich nicht. Aber ich habe keinen Bock mehr, hier vier Paraden zu machen. Schaffe ich eh nicht. Ich will sechs Tore machen. Oh. Zeigt er nicht. Null Punkte. Ja. Wo soll es auch herkommen? Ich werde nicht angespielt vorne im Zentrum. Das stimmt. Ich will nach Hause. Och, Walle. Willst du zu Hause Rocket League gucken? Livestream zurückspulen? Ja, genau. Ich will mir meine Demütigung nochmal schön drei Stunden in a row geben. Ja. Oh Gott. Nein, Leute, ey.
Das tut weh, ne? Ich bin ja auch gebrochen. Ihr seid nicht mitgezogen. Das Momentum war da. Ja, ist aber auch schon wieder ein Grand Champion, ne? Ja, kann man nichts machen. Season 3, da gab es ganz andere Autos. Du meinst, seitdem hat er das alles wieder verlernt und müsste heute viel schlechter sein. Ja. Nee, Leute. Felix, komm schon. Zumindest vor die Torlinie kannst du doch kommen. Nee, ich brauch Anlauf. Ach, oh, sorry. Kommst du dann nie wieder? Ich brauch Anlauf. Das nochmal sehe hier. Okay, ich bin da. Na, siehst du. Ui. Ja, okay, fast. Komm schon! Das war aber ein Spielzug. Spielzug nehme ich mit Punkt? Klar. Nee. Toll. Warum hab ich's dann gemacht? Um zu gewinnen. Na, der macht was! Oh, Mann. Yes. Ui. Ich dachte, ich mach mal wieder was. Ja. Stark. Ja. Ich bin eingeschüchtert. Warum? Warum? Ja, ich seh. Oh, hey, hi, sorry. Das war ein taktisches Foul. Ja, eigenen Mann. Lieg halt im Tor rum. Also wir können die Vierer-Konstellation auch mal aufbrechen, wenn das... Okay. Willst du Ballast abwerfen jetzt, oder was? Nee, wird nichts aufgebrochen. Ich glaube, ich mache morgen Homeoffice. Scheiße. Nicht getroffen, den Ball. Sag ich euch, wie es ist. Okay. Kommt schon. Bisschen aggressiver reingehen, auch mal reinfahren in so ein Auto. Ach du Grün, und jetzt fängt Felix auch noch an zu fliegen hier. Also das ist ja nur. Ich meine schon die ganze Zeit. Aber das ist doch gut und. Das, ich wollte dich lassen, weil du da so bereit standest. Ja, der hätte doch heute auch einmal vorne drauf gehen können, Mann, ey. Kommt schon, Jungs. Das ist doch nicht das Beste, was ihr abliefern könnt. Ich hab wirklich immer noch 0 Punkte. Nee, hast du nicht, du hast 16. Schreibst du mit, oder wie? Ach, du guckst immer ins Menü? Ja, man kennt das doch, wenn man beim Zocken hat man noch so diese eine Taste, die man manchmal so in irgendwelchen Momenten spammt. Und das ist bei mir halt irgendwie die Taste. Ich spam immer nach hinten gucken. Aus Langeweile. So wie springen in einem MMO. Ah. Ja, genau. Yo, fliegt er sich dreimal um Kopf und Kragen? Habt ihr das gesehen? Guckt euch das nochmal an. Nee, das sieht richtig peinlich aus in der Wiederholung. Das sieht richtig geil aus in der Wiederholung. Dreht er sich dann noch so schön ab? Mann, ey. Ja, guck mal, können. Oh, wir alle vier rausfliegen aus dem Tor. Er hat in der anderen Hand noch seine Tasse Tee. So nämlich. Ich glaube, der hat schon mal gespielt. Meinst du? Nee, ich bringe dir nur in Sicherheit den Ball. Also am Anfang des Abends war der Rage noch gespielt. Jetzt echt. Kommt schon, 0-7, wirklich? Da! Tor! Oh no! 0-8. Der kam so unberechenbar auf mich zu, Leute, was soll ich tun? Das stimmt, das... Da ist so ein Knäuel aus Autos und dann... Okay, so... Das ist so ein Das ist aus meiner Sicht. Du hättest halt aussteigen können aus dem Auto und den wegditschen. Also vom nächsten Mal, danke. Scheiße. Nee. Oh, ich weiß gar nicht, sorry. Ich hatte hier geparkt. Der kommt? Na, schade. Geil. Na, schön. Na, es tut mir leid. Hab ihn. Und mach ihn. Mach so. Nee, Leute, es ist... Oh mein Gott. Nee, der war halt zu spät. Der Schuss. Ich habe gerade im Chat gelogen. Ich habe geschrieben, hat Spaß gemacht. Mistklick. Scheiße. Ja, GG.
Das war ja toll. Ihr seid echt gut von der Community. Wir lieben euch. Ob diese Leistung Punkte in Flensburg geben wird? Das ist jetzt das allerletzte Spiel, oder was? Das wir jetzt noch machen? Nee, wir haben noch eine Viertelstunde. Wie lange geht denn so ein Spiel? Für mich fühlt sich das jedes Mal wieder eine halbe Stunde an. Ja, ne? Das ist sehr energiezehrend, muss ich auch sagen. Ich will ja heute mit einem Sieg rausgehen. Fände ich auch toll. Nicht heimfahren. Finde ich auch schwierig. Sehr gut, Andreas, du musst aber auch auf die anderen Leute Rücksicht nehmen. Stimmt. 5 Minuten geht ein Spiel, um die Frage zu beantworten. Das heißt, rein theoretisch könnte man sich noch 3 Packungen abholen. Ich muss aber mal auf Klo. Wollt ihr vielleicht ein 3 gegen 4 spielen? Nein. Ich muss auch auf Klo. Ich gehe aber meist eigentlich immer nur zu Hause auf Toilette. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, dann nochmal zurückzukommen. Stimmt, ja. Nee, dann gehen wir vielleicht einfach gleich zusammen zu Hause auf Toilette. Ach, das wäre doch schön. Also, dann macht doch noch mal jetzt ein Ründchen. Und jetzt, ganz ehrlich, Leute, ich muss euch mal sagen, ihr verliert vielleicht so ein bisschen die Perspektive aus den Augen. Es gibt dort viele Leute, die gerade zuschauen. Es gibt 2 Kommentatoren, die eingeschaltet haben, weil sie die heimischen Farben siegen sehen wollen. Und ihr liefert einfach nicht ab. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ihr alles kriegt. Wenn ihr 8-0 verliert, und ich habe das Gefühl, ihr wart bis in die Haarspitzen motiviert und habt alles gegeben für die Zuschauer, die da draußen sind, für die Kommentatoren, die das hier irgendwie ertragen müssen, dann ist das gar kein Problem. Aber wenn ihr euch hier hängen lasst, wie so ein Lappen, wie so ein Lachs an Land, der nicht mehr viel zu leben hat und denkt, oh, ich bin eh gleich tot, ich lieg hier auf der Wiese und zappel nicht mal mehr, dann, okay, dann sind wir wirklich enttäuscht und ihr wollt uns nicht enttäuscht in den Arm lassen, ihr wollt uns unterhalten. Das ist euer Ziel jetzt. Unterhaltet uns, wie auch immer das Ergebnis aussehen mag. Sehr aufbauend. Danke, Nils Bohmhoff. War das diese Are You Not Entertained-Rede gerade? Ja, gehofft. Ey, aber wir spielen noch gegen 3 Champion-Spieler. Was? Und 1 Diamond-Spieler. Ja, kein Problem. Aber das ist jetzt genau der Moment, um sich zusammenzureißen. Das stimmt, ja. Das sollten wir zum. Das ist jetzt genau ein Grund, um Ansporn erst recht auszupacken. Nee, Nils hat schon recht. Stimmt. Wir müssen jetzt einfach mal den Lappen ausbringen und steif dagegen halten. Keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein. Jetzt. Oh, also ich hab das war gut hier. Ja, du hast es sofort umgesetzt. Oh, Wahnsinn, ich habe versucht dagegen zu halten, war aber zu tief. Ja. Okay. Oh no. Ja. Ja, oh, ne, oder? Mann, ey. Ja, oh, ja, ja, no! Herzog. Ich war lost. Okay, warte, ich hab mich verlappt, leider. Ich bin wieder so leicht in die Lappenposition. Ah, ja, stimmt, du hast recht. Ja, muss ja auch ein bisschen aufrecht. Ja. Mit Ehrgeiz. Schon, Jungs. Das ist gut, das ist gut. Okay, lass mal sagen, scheiß auf Sendungsende. Nee. Nein, wir gehen jetzt, hier raus. Bin jetzt schon dagegen, egal wie dieser Satz endet. Wir gehen hier raus, wenn wir gewonnen haben. Nee, er hat's gesagt. Nein, ich wollte damit eigentlich sagen, wenn wir jetzt gewinnen, dann spielen wir nicht noch eins. Das meinte ich eigentlich. Also nicht, wenn 22 Uhr ist und wir immer noch nicht gewonnen haben, dann endet die Sendung nicht. So war das nicht gemeint. Ich fand Nils Rede besser. Das war ja auch keine Rede, Leute. Kommt schon. Schön. Oh, sorry, Jano. Voll okay. Oh, sorry, wow. Leute. Ja, ich hab vorgelegt. Nein, geil. Sorry, Jungs. Die haben. Ja, ist auch mein Fehler. Ich hab den Pass deren Lebens gegeben. Wie mich dieser Cowboy von ihm auch noch provoziert. Leute, bitte. Wo ist denn die Harmonie aus den Anfangstagen? War wow. Keine rhetorische Frage. Scheiße. Oh nein. Sehr gut. Sorry, Jano. Ist das die Harmonie aus den Anfangstagen? Oh nein. Ich war noch dran. Na los, kommt schon, Mensch! Wie viele Stunden hast du in Rocket League? Ich? Ja. 2. 400?
Zwei? Sag's! 1200. 1200! Aber davon nicht mal 30 noch nicht Minuten einmal vier gegen gewonnen. Vier. Ja, nee, das ist halt wirklich. Ich merk's ja auch, ich kann gar nicht meine gewohnten Patterns abrufen. Danke. Ja, sorry. Ich habe aufgegeben, mich für irgendwas zu entschuldigen. Valentin, komm schon, hier. Wir brauchen dich. Genau. Nein, ich habe nur aufgegeben, mich zu entschuldigen. Achso. Bei allem anderen bin ich voll dabei. Oh, nee, es läuft gar nichts mehr hier. Andreas, komm, wir brauchen dich. Alles klar, bin wieder am Start. Hä? Oh, sieh doch mal. Aua. Danke fürs Mitspielen. Hab ihn und das Ding ist drin. Keiner in der Mitte, alles stark, klar. Stark. Ja, wir haben ja nur vier Autos, ne? Alexander, na komm schon. Ach, Mann. Shiggy. Shiggy war schon weg, aber hat sich gesagt, XZ, nee, XH funktioniert auch für mich. Felix drückt X, du willst es nicht nochmal sehen. Das ist bei mir A. Oh Gott, wow. Nee, ich treff die Dinger nicht, ey. Oh, sorry. Oh nein. Ach komm schon, das kann doch nicht sein. Ich lass nach, es tut mir leid. Das Letzte, was wir gebrauchen können, ist, dass uns Felix jetzt noch wegbricht, ja, leistungstechnisch. Jetzt baut den Jungen doch mal auf. Komm ich schon, Mann. Du machst so einen guten Job in der Defensive. Ja, 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 ist gut. Oh. Ich weiß ganz genau, ihr zwei sagt mir auf jeden Fall safe nie wieder bei einer Sendung zu. Egal, worum es geht. Also Nils sind wir auch eine Weile nicht, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Ah. Ja, das ist schon wieder der Mut von vorhin jetzt. Ich glaube, ich habe so einige vergrault. Ach, Quatsch. Auch manche Karrieren muss man auch beenden, bevor es wehtut. Aber ich freue mich für die Leute, die können hier endlich mal zeigen, wofür sie ihr Sozialleben vernachlässigt haben. Das stimmt nicht, das ist ein Vorwurf. Ja, ja. Aber ich bin ja auch gerade gegen die. Ach Gott, 1-7. 1-7, werdet 1 zum Siegen. Sprecht mir nach. 1-7, werdet 1 zum Siegen. 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 1-7, werdet. Ah, und da kommt das 1-8. Oh. Komm schon! Dann hätte der Spruch aber nicht mehr geklappt. Deswegen musste Janu verteidigen. Janu. Ich merke mir das aber mal. Nach einer meiner Karriere als Trainer. In der größten Not einfach im Zungenbrecher. 1-8 werdet 1 für Macht. 1-8 werdet 1 für Macht. Okay. Da sich die Kinderreime wieder gelohnt. 1-9, Zeit sich zu freuen. Oh wow. Wow. Na los. 1-10, Zeit zu gehen. Kein Bock mehr. Spaß, wir holen das Ding noch. Tor und da ist es! Wer ist es? Ha! Oder noch verhindert. Wäre eine gute Szene gewesen. Verhindert vor allem. Was, war der daneben? Ich konnte es nicht sehen, mein Auto stand quer wieder. Na gut. Und so, ey, war euch so? Oh, Tetris! Leck. Ja, ich habe ihn nicht berührt, aber noch mal. Wie ich so oft instinktiv schon diesen Knopf zum Aufdrehen geben drücke und feststelle, es geht nicht. Du hast dir zu Hause aufgeben. Auf so eine habe ich einen Shortcut, genau. Shortcut? Was? Nein. Nee, meine Regel ist immer, ein 5-0 kann man noch in einer Minute aufholen. Los, das ist es. Das ist es. Ja, ja, dann stand auch bereit. Naja, dann verstehe ich nicht, warum ihr es nicht macht. Der Versuch war da. Das ist eine reine Verständnisfrage. Gar nichts Vorwurfsmäßiges. 1. Ja, Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Die sind aber auch schnell. Nee, das verstehen. Ah. Ja. 13 Sekunden, da geht noch was. 1-13 ist noch drin. Hey.
GG, welche eine Überraschung. Die Community hat stabil abgeliefert. Ihr seid toll. Ja, eine Vierfachschelle. Bam, 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 müsst ihr euch vorstellen da, wie die Hand einmal lang geht. Ja, da ist ein bisschen Salz im Spiel, aber auch verständlicherweise. Und wir haben einige Leute häufiger gehört, einige weniger gehört, einige haben abgeliefert, andere nicht so. Ich frage mich, wir haben wenig gehört von Felix. Ich habe das Gefühl, dass der kurz davor ist, sich in Rage aufzulösen und den Planeten mit sich zu reißen. Was hältst du denn von deinem Team, Felix? Was sagst du zu der Leistung? Und wie ist dieser Abend zu erklären? Ach, die haben das gut gemacht. Nein, jetzt kehrst du aber auch deine Leistung unter irgendwas. Den Teppich? Ja. Ja. Ich wurde schon gut gecarried von euch. Ich finde, du warst der Konstanteste von uns allen. Konstant so schlecht. Nun, Hauptsache konstant. Es wirkt ein bisschen wie Armin Laschet nach dem Wahlabend. Worte zu finden sind nicht immer leicht. Mir persönlich fehlen sie ein bisschen auf dieser Leistung. Ich habe viel erwartet und wenig bekommen. Und mit diesem 1:10 muss man sagen, seid ihr am Ende doch noch gnädig bedient. Und Ende ist das richtige Stichwort, denn zu diesem wollen wir es jetzt auch kommen lassen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei der Community, die uns erneut gezeigt hat, wo die Grenzen des Skills sind. Wir wissen das jetzt und werden natürlich selbstverständlich in Zukunft nicht mehr versuchen, gen Sonne zu fliegen. Nein. Ich persönlich wurde noch nie so enttäuscht. Meine Menschenkenntnis ist in Frage gestellt. Ich hatte euch ein bisschen anders eingeschätzt. Jetzt wissen wir die Wahrheit. Leute, ihr wisst, dass wir nur ein Gebäude weiter sind. Ja, aber trotzdem schwappt die Enttäuschung bis zu uns. Reißt uns mit. Walle kommt gleich rüber. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, bevor hier noch was passiert. Ja. Sein Prime Game, er wurde daran geschlagen. I feel him. Aber ich feel euch, liebe Community, ihr habt das gut gemacht. Oder? Ihr habt sie alle weggefiedelt. Ich glaube, uns wäre das nicht anders ergangen in unserem Prime-Game, welches auch immer das sein mag. Das war's mit dem Tag der freien Schelle in Rocket League. Ja, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank auch fürs Mitmachen. Und vielen lieben Dank Team Rocket Beans für das, ach, bis zum Ende auch tapfere Dagegenhalten. Man muss irgendwann einsehen, wann es keinen Sinn mehr macht. Und das ist jetzt. Wir verabschieden uns, freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, kloppt uns die Würde aus dem Leib. Mit Dennis und Walle und euch. Tschüss.